Hey ho, wie lange hast du noch? Warte kurz. 19 Liter. Alles klar. Dann bis gleich. Ja, bis gleich. Ich habe so viel Schweiß auf der Brille, ich sehe fast nichts mehr. Das ist echt ungünstig. Okay. Das war ein richtiges Brainlag, Barbe. Hab noch 14 Liter, das sind so 6-7 Runden. Sorry. What the fuck? Was war das? Ah ja. Okay.
8 Liter habe ich jetzt noch, also 2 Runden ungefähr. Der Ray hat aktuell noch Probleme mit seinem Lenkrad. Im Notfall musst du noch 2 Extras hinfahren jetzt. Okay. Oh. Dachte, ich könnte dich schocken. Nö. Oder mich schockst du gar nichts mehr. Alles gut. Nee, er kann fahren, er kommt auch gleich runter und dann könnte er fahren, zu machen. Ich bin jetzt da. Ja. Deine Lenkradprobleme im Griff gekriegt? Papa? Er weiß sonst gar nichts von. Achso, ich weiß von meinen Lenkradproblemen noch nichts, okay. Ja, das ist, und der da ein bisschen mehr Einfluss, was Lenkradprobleme angeht, der weiß schon im Vorfeld, dass sie kommt. Solange ich meine Frame-Drops nicht wieder habe wie heute Nacht, aber bin trotzdem zum Teil meine Bestzeiten da gefahren. Also alles im Trugschluss, 30 FPS reichen easy aus. Einer von euch beiden Brillenträger? Jein, Kontaktlinse. Okay. Temporär, wenn ich am PC sitze. Ich schwitze so sehr, ich sehe nichts mehr. Du, bin drin in der Box. Jawollo, ich bin bereit, sagst du, wenn du auf dem Server bist. Server. Dick in the Box. Was, du hast ein Dick in the Box? Dick in the Box. Was, hallo, was, was machst denn du für Dreckspiele? Dick ja, Dickboxen. Alter. Okay, Dickboxen. Gut, dass ich gleich ja für mich alleine hier bin. Und dann könnt ihr das ja, das Pimmelfechten, ne? Bist du raus? Ja, bin raus. Jetzt gerade. Nice. Dann connect das mal. Geil, dann fahre ich jetzt einen Stint und danach darf Dizzy nochmal und dann. Was? Ja, okay, alles klar. Und dann starten wir als echte 24-Stunden-Rennen. Dann machen wir natürlich nur die geil, Generalprobe. Ich find's halt voll geil, weißt du, ich mach einen Stream an, so letzte drei Stints, Finale, so, erste, was kommt, ist sowas, direkt demonetarisiert, dankeschön. Also ja. Duki hat in den letzten Tagen es echt geschafft, meine Streams alle direkt mal auf die D-Mono zu hauen, also Rechnung kommt, ne? Das tut mir leid. Ich mach mal kurz eine Saugung gleich wieder. Das tut mir leid, du! Das ist ja auch total der Typ. Guck mal eben.
Oh, cool, ich hab... geht aber noch. Okay. Nein, das war auch Spaß. Also, das, also so streng sind die jetzt auch wieder nicht, ey. Ich hab Boss Ball, ey. Wiu, wiu, wiu. So, da steht das hübsche Teil. Ray ist jetzt im Sessel, im Stuhl. Genau, mit meinen bekannten 1%. Ich mach die jetzt größer, als sie sind, aber ey, ich hab schon wieder nicht 0%. Ich muss schon wieder hier mit gehemmter. Mach sie nicht größer, 1% reicht. Mehr brauchen wir nicht. Ja, nee, hab ich auch nicht vor. Naja, was, 1%? Ist kein Prozent. Es halten. Du hörst viel 50 Cent. Was? Bleibt Ray hier drinnen? Oder sind wir bei Ray drinnen? Wir sind bei Ray drinnen, aber wir hauen gleich ab. Ja, dann gehe ich schon mal hoch kurz. Jo. Viel Spaß, Ray. Bis gleich. Jo. Channel switched. Weil ich das gerade gelesen habe mit dem Üben. Leute, Verkehr kann man nicht üben. Du kannst Verkehr nicht üben. Also du kannst eine Pace fahren von 1,46. Wenn du mit Verkehr nicht klarkommst, kommst du mit Verkehr nicht klar. Also das ist, wie gesagt, ihr habt ja gesehen, wenn frei war, bin ich 1,46, 1,47 gefahren, was finde ich persönlich sehr okay ist. Aber mit Verkehr umgehen und Multiclass, das lernst du halt nicht im Training. Also das wirst du auch nie im Training lernen, dafür musst du Rennen fahren. Leider. Und das ärgert mich sehr. So, tausch ich nochmal eben die Links aus. Ich lasse dich jetzt alleine. Ja, ich hab's schon, glaube ich, ausgetauscht, aber danke. User joined your channel. Hallo, Mr. Bush. Go, go, go. Excuse me? Sind Sie dieser berühmte Streamer angeschissen, TV? Ja, mit dem braunen Kanaldesign. Oh, du Rifto. Kann sein. Eieieiei. Da hat er aber schon einen rausgehauen direkt. War das mit Kontakt? Ich hab's leider gerade gar nicht richtig gesehen. Ja, ja. Der war ja schnell da. Wer ist denn da gerade reingejoint? Hallo. Hallo. Der war ja schnell da. Hallo? Der Rampy ist es. Hallo. Moin. Ja, ja. Du hast aber wenig geschlafen, Rampy. Das geht. Ausreichend. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt noch hundemüde wäre. Du klingst auch gar nicht so. Du klingst auch gar nicht so. Ja, ich bin jetzt schon eine halbe Stunde oder so wach, also ich bin jetzt nicht gerade hier aus der Falle gehüpft und abmarsch hier an PC, nee. Aber jetzt. Das hat man bei mir am Morgen gehört, auf jeden Fall. Ja, hallo, deine Hände. Schön, dass du am Stream Hallo sagen und schön Bass, sonst hohe Stimme. Schon mal morgen. Ja gut, ein bisschen merkt man es, glaube ich, schon. Ein klein bisschen tiefer ist meine Stimme schon noch. Aber ja, soll jetzt... Ist halt so. Ja, jetzt haben wir 2%. Wow. 100%ig ausgeschlafen bin ich natürlich nicht, aber das brauche ich jetzt heute auch nicht. Nee, das sind ja auch die Leiden der 24-Stunden-Rennteilnehmer, beziehungsweise der jeweiligen Caster und TV-Cam-Betreuer. Ja, leider schon, ne? Ja. Aber danke nochmal, das hat wirklich viel gerettet, sag ich mal, weil ich finde es halt geil, dass wir nach wie vor diese Rennen nahezu zu 100% komplett übertragen können aus zwei Perspektiven. Und das wäre ohne dich auf jeden Fall eine noch größere Anstrengung für uns. Nö, dafür musst du mir wirklich nicht danken. Also es macht Spaß, das zu übernehmen und es ist schon in Ordnung. Also, ist jetzt keine Last oder so, dass du da jetzt über die Nacht aufbleibst und es ist heute echt... Erstaunlich gut gegangen. Also heute Morgen ich war noch richtig fit. Ich war bis 6:30 oder so noch im Chat an, hab noch ein bisschen zugeschaut euch beiden und dann bin ich halt irgendwann eingeknickt. Ja, dann ziehe ich das Danke offiziell zurück und stehe dir wieder neutral gegenüber. Ich stehe dir neutral gegenüber. Ja. Schön noch zwei Evil-Labs draufgelegt. Ja, das hast du wirklich. Habe ich wirklich gut gemacht auch.
In den ersten 20 Minuten schon oder so. Ja, vor allen Dingen habe ich auch jedes Mal, wenn ich rauskomme, gleich instant den Verkehr aus der Unterwelt. Ich würde gerne mal einfach so eine halbe Stunde alleine fahren. Das wäre super. Bei meinem ersten Stint hatte ich 3 Runden wirklich alleine. Das war der perfekte Zeitpunkt zum Rauskommen, so, ne? Und ja, erstmal kurz sich an die Bedingungen zu gewöhnen und sich zu akklimatisieren. Und dann kam der Verkehr und dann ging es so langsam los. Das hätte ich dir auch gegönnt. Jetzt eine halbe Stunde ist unrealistisch, aber 3-4 Runden, die können schon einiges ausmachen, um da ein bisschen Sicherheit und Gefühl fürs Auto zu kriegen. Ja. Halt, ne? Jeder Stint instant raus zwischen 5 Mann. Jeder. Geil. Ja, einfach geil. Ich hasse Verkehr. Scheiß GT4, Kacke, ey. Mein Gott, die Jugend von heute, nichts mehr gewohnt. Jetzt können die mir ab, du! Hab ich nach dem 24er direkt noch eine Tour im Truck nach Italien gemacht, ohne Pflichtpause. Aber sowas von, Junge. Und da hab ich erstmal 100.000 Fliesen weggebracht. 20 Kilometer durch den Schnee musste ich stapfen zur Schule und mit 10 Kilo Gepäck auf dem Rücken, weil unsere Bücher so schwer waren, weil wir so viel wissen mussten. Ja, und das haben wir alles nach der LKW-Tour gemacht mit den Fliesen. Heute die Kinder mit ihren Smartphones. Wir haben nichts mehr gewohnt. Ist so. So, Ray hier gerade am Triple E vorbei. Ist da Michel noch arg ausgerastet oder so? Er hat ja nochmal einen Kontakt gehabt mit dem, ne? Ja, ey, der... Michel hat aber auch irgendwie das Talent, sowas anzuziehen, immer diese Rivalitäten in einem Rennen aufzubauen. Stunde für Stunde wird es immer schlimmer. Ich habe echt gedacht, er schießt den jetzt noch absichtlich rein. Das würde er nie machen. Michel war schon... Also heute Nacht war er schon sehr, sehr, sehr auf Kollisionskurs. Da wollte alle irgendwie abfucken. Liebe Grüße, Fabian. Aber ich glaube, reparieren lohnt sich trotzdem nicht. Dennis, wir haben bei der abgefahrenen Community zum Beispiel, es gibt auch andere Communities, die ähnliche Angebote haben, unsere sogenannte Rookie-Liga. Das ist quasi eine Liga für Einsteiger. Ich glaube, die läuft mittlerweile in der 7. Saison sogar, wo Fahrzeuge gefahren werden, die jetzt nicht so schwer zu bewegen sind wie ein Formelfahrzeug oder ein GT3-Fahrzeug. Und wo man im Forum ganz langsam rangeführt wird. Man braucht nicht unbedingt ein gutes Setup, aber man kann auch Tipps erfragen. Und da geht es halt mehr darum, sich an so einen Liga-Betrieb zu gewöhnen, regelmäßige Rennen zu fahren, Punkte zu erfahren, seine Einstellung vielleicht zu optimieren und dann irgendwie in die große Welt des Liga-Sim-Racings umzusteigen. Also es ist wirklich so eine einsteigerfreundliche Liga für eben Rookies. Da kann ich nur empfehlen, gerne mal auf der abgefahrenen Community-Homepage vorbeizuschauen. Oder eben auch bei RRVGT, die haben auch so ein Angebot, das weiß ich. Ich glaube, virtualracing.org, wo wir jetzt hier gerade mitfahren, haben auch ähnliche Angebote. Also da gibt es schon ein bisschen was, wenn man sich da etwas umschaut, ja. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Ja, da sehe ich dich nach der Leistung auf jeden Fall auch. Ich werde dir mal einen Platz reservieren für die nächste. Ne? Zu Recht, ja. Aber ein 80, also ein 80 zählt nicht mehr, danke. Also. Ja, es war kein Stint, war gut. Also das kann sich auch nicht jeder auf die Flagge schreiben. Kein Stint. Nee, du. Kein Stint war gut. Also ich weiß auch nicht vorhin, wie das Auto in der Mauer gelandet ist. Das verstehe ich bis heute nicht. Da bist du auf dem Rasen, hast du da gebremst. Nee, war ich auf dem Rasen? Ja. Sicher? Das hat auf jeden Fall der Chat bestätigt. Naja, also ich kann mich nicht entsinnen. Also ich habe doch nicht in der Kurve auf dem Rasen gebremst. What the fuck? Ja, aber das reicht ja, wenn du so einen kleinen Zentimeter drauf kommst auf dem Rasen und da die Bremse aus ist, dann ist direkt der Handbremseffekt hinten, schmiert es einfach nur und das Ding dreht sich raus und du hast halt keine Kontrolle mehr. Ich war doch nicht auf dem Rasen da hinten. Also hab nicht auf dem Rasen gebremst. Du müsstest mir jetzt nochmal anschauen. Nein, da habe ich nicht gebremst. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da nicht gebremst habe. Gut, dann nehme ich das zurück. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Und also unterstelle dem Spiel ganz klar verbuggte Fahrphysik. Ich bin hier rausgerutscht, hier vorne. Und ja, ich bremse doch hier. Also hier ist doch gar kein Rasen, what the fuck? Echt, zu links ist überall Rasen. Aber doch nicht bei der Kurve zum Bremsen. Das war doch auch die vor dem Oval, oder nicht? Die rechts. Nee. Ja. Ja, und da ist links Rasen. Du fährst links an, bremst da und dann... Nee, da habe ich ja gar nicht gebremst.
Ich bin ja geradeaus durch. Solltest du aber bremsen. Ja, ich bin doch von der anderen Kurve, die davor kam, die kleine, die du voll nimmst, bin ich einfach, ist mir das Auto weggerutscht. Da bremse ich doch nicht. Ja. Ja, keine Ahnung, was da schon wieder los war. Was ist das Steuer da jetzt? Naja, gut, ne? Ja, also ich bin noch nicht so richtig. Du weißt, nicht so ereignisreich in letzter Zeit, ne? Wenn ich das jetzt so hier sehe, auf der Event-Homepage ist nicht so viel passiert. Gott sei Dank. Ja, doch, du gehst zwei Plätze verloren. Ich habe mich nochmal versucht ranzukämpfen, aber hat leider nicht geklappt. Hat leider nicht geklappt. Ja, das ist halt so, weil man im Schatten von so einem großen Streamer und so einem Simracer-Ikone steht. Wie ich bei Dizzy zum Beispiel, dann ist es schwer, da wirklich dem Druck gerecht zu werden, ne? Ja, du bei und einem. Da auch rauszukommen, ne? Ja. Ja. Das ist absolut richtig, Duki. Aber wenn du möchtest, wir können gerne mal zusammen eine Runde DTM fahren, dann zeige ich dir das mal. Oh ja, das wäre super. Ja. Ich habe gehört, da gibt es auch in der abgefahrenen Community gibt's auch so eine Rookie-Liga, da sehe ich dich. Ja, die fahren aber nicht DTM. Ja, das ist zu einfach schon, die Klasse. Da braucht man ja gar kein Skill, um da zu fahren, also ganz ehrlich. DTM? Easy. Ja, aber ich habe auch gehört, dass... dir ein 24-Stunden-Rennen hin nach dem anderen. Ja, ich habe gehört, da stellt man den Vorf hoch und dann ballert man. Vorf hoch, der ist runter und zack. Mhm. Ab geht's. Oh, hast du es umgestellt? Sehe ich gerade bei dir. Was denn? Dein Feel of You? Nee, das ist doch Ray sein Auto, Mann. Ach klar, du machst ja einen Restream. Ja, okay. Ja, ich habe meinen Vorf nicht umgestellt. Ich fand den auch ganz gut, den Vorf, muss ich sagen. Hast du denn in der Nacht noch nach der Pedale geguckt, nach dem Gaspedal? Ja, das habe ich da gleich danach gemacht. Ah ja. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, keine Ahnung, in AC. Das kann ich dir auch nicht sagen. Aber das ging wahrscheinlich wirklich nur um ein halbes Prozent oder sowas. Ja. Das wird dann irgendeine Kalibrierungssache sein oder so. Ja, viel weiß ich nicht. Alter, Suzuka, wenn ich jetzt mal schon daran denke, Suzuka wird absoluter Abfuck, jetzt das 12-Stunden-Rennen. Da ist halt, ja, da ist halt gar kein Platz für Überholen mit Multiclass. Wie willst du denn das machen? Da ja, bist auf den langen Geraden da hinten. Ja, genau. Und was machst du vorher? Ich denke, den S-Kurven wirst du auch ein bisschen vorbeikommen. Mhm. Aber es wird auch schwierig, hast schon recht. Ja. Gerade so Caymans oder so, die einfach keine alternative Linie fahren können, weil die Dinger sonst... Hier ist ja genau dasselbe, hier kommst du ja nirgendwo vorbei. Ja. Wenn keiner lupft und nicht irgendwen vorbeilässt, bist du eigentlich immer grundsätzlich erstmal schön am Arsch im Verkehr. Mut zur Lücke, sagt Matze. Ja, das haben wir ja gesehen, was dabei rauskommt, wenn man da zu mutig in die Lücke steht. Hast du noch wen weggenagelt, oder was? Nee, aber auch Michel und so, also beziehungsweise die anderen Fahrzeuge, die man ja selber auch, die einen selber überrunden. Da war manchmal ganz schön Mut zur Lücke da und da habe ich nur gedacht, Alter, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Ja, deswegen, also ich lupf halt wirklich strikt weg. Mhm. Habe ich gar keinen Bock drauf. Auch egal, ob Positionskampf ist oder nicht, weil die Leute so ein Messer in der Zähne haben, die würden hier, glaube ich, sogar eine Schikane reinnageln. Wieso rutscht der jetzt hier so kacke, ey? Das habe ich heute Morgen, habe ich das live kennengelernt. Schön einmal von links außen nach rechts und dann zack, war das Auto weg. Ihr fahrt dann einfach zum Abregieren ein paar Runden Wreckfest. Oh, geil. Das ist auch eine gute Idee. Oh. Schön mit dem Lenkrad, 100% Force Feedback und dann werden die Daumen gebrochen. Yeah. Fahr erstmal drei Wochen nichts mehr. Ach nee, stimmt nicht. Nächste Woche ist schon wieder. Was fährst du da Schönes? Imola. Hm. Mhm. Ja, komm. Oh. Okay, nächste Woche ist Imola. Danach ist Suzuka. Imola. Ja, ich mach euch schon Platz. Suzuka Multiclass.
kommenden Freitag steht bei mir Silverstone an in ACC. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Endurance oder Sprint? Ich glaube Sprint tatsächlich. Zum Abreagieren einfach den normalen Berliner Verkehr abtauchen, Abfahrt. Ja, da ist auf jeden Fall das zum Abreagieren, ja. Fenster auf und dann. Da, Silverstone Sprint, ja. Mhm. Naja. Ich glaube, wir fahren im Mulan nur 2 Stunden, also jeder eine Stunde ist denn. Nicht so lange. Könnte natürlich jetzt auch im leichten Aeroschaden hinten liegen. Warum seid ihr auf P27, Duki, fragt Speedy. Ja, gut. Das hat diverse Gründe. Weil Dizzy mitfährt. Diverse Gründe hat es. Diverse Gründe, ja. Also größtenteils muss man wirklich sagen, geht das auf meine Kappe heute. Ja, ja ey, aber das habe ich vorhin schon angesprochen. Mit so wenig Multiclass-Erfahrung und auch recht wenig Training hast du dich gut erwartungsgemäß geschlagen, sagen wir mal so. Wir kennen das Auto jetzt schon lange, wir kennen AC schon lange, wir kennen die Liga schon lange und du bist ja brandfrisch. Deswegen, also da ist gar kein Vorwurf oder böses Blut am Start, meiner Meinung nach. Nö, keinenfalls. Also die Rundenzeiten fand ich okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, voll. Als Michel am Anfang die Karre übergeben hat, das wäre bei keinem auf Platz 8 geblieben. Auch das, ja. Die Fallhöhe von Michel ist sehr undankbar, wenn man nach ihm ins Auto muss. Wieso? Ja, weil er fucking gut ist und schnell. Ach so, deswegen. Ja. Hier sind alle schnell. Das war jetzt Schleimerei hier. Ja. Ey, aber das ist so frustrierend, ne? Du lässt Interracing vorbei oder irgendwie abgefahren eins oder so und es dauert keine halbe Runde und du siehst die nicht mal mehr. Die sind einfach am Horizont verschwunden und auf und davon. Ja, und dann kommt der Nächste, musst du wieder lupfen, dann kommt der Nächste, musst du wieder lupfen, dann sticht einer rein, dann musst du wieder lupfen und dann hast du eigentlich schon wieder eine halbe Runde Rückstand. Ja. Also wenn man dann lupft, ne? Also es gibt ja auch Leute, die lupfen nicht. Also so habe ich auch das Gefühl, sollte man fahren ohne lupfen. Man sollte wirklich einfach auf Krampf sein Ding da durchballern. Bis zum gewissen Maß ist es ja auch so. Also man muss sich ja auch nicht alles gefallen lassen. Nur weil jetzt mal vielleicht jemand von hinten oder sich sogar zurückrundet oder so. Aber da spielt auch oftmals dann so Rennintelligenz irgendwie eine gewisse Rolle, wenn man einfach weiß, der ist schneller, der Ball hat gerade schnellere Rundzeiten, auch wenn er gerade aus der Box kommt, komm, ich lupfe eben, wir lassen ihn laufen, lassen ihn ziehen, hängen uns vielleicht sogar in seinen Windschatten oder sorgen dafür, dass wir zusammen mit ihm dann durch ein Feld von GT4s durchflügen können und haben dadurch dann vielleicht weniger Probleme. Aber das sind alles so Sachen, die lernt man. Du hast doch gesagt, du bist erst ein Multiclass-Rennen gefahren, ne? Mit der langsameren Klasse in dem Rennen. Yeah. Ja. Nee, eins also, nicht, also in iRacing bin ich ein paar gefahren. Achso, mhm. Also, keine Ahnung, 5 oder 6? 5 oder 6, ja. Was findest du denn entspannter, schnelle oder langsame Klasse zu fahren zu sein? Na, Alter, langsame Klasse, da bist du ja komplett am Arsch. Da stehst du nur auf dem Präsentierteller, ne? Ja, da bist du eigentlich nur am Lupfen. Also, da. Das Ding ist halt, du kannst ja hier, also womit ich halt immer ein Problem habe, ist, dass du, wenn du nicht zum Beispiel lupfst oder jemanden vorbeilässt oder wirklich mit der Zähne ringehst, ist die Fehlerquote halt extrem hoch, ne? Also du kannst eine Schikane kannst du überholen, klar. Also du kannst ja dich auch neben den GT4 setzen und da volle Ochse reingehen. Aber was ich mir halt immer denke, ist, versteht der nebendran, was du da gerade machen willst? Mhm. Ja, und wenn du Pech hast, versteht er das nicht. Und ich habe sehr oft schon, er versteht es nicht gehabt. Und das ging dann nicht so gut aus. Deswegen bin ich immer sehr, sehr zaghaft und lasse auch viel vorbei. Mhm. Also auch so Positionskämpfe und so ein Shit, weil wenn du dich an der Wand nagelst, dann nagelst du dich halt an die Wand. Und dann hast du auf jeden Fall den größeren, die größere Arschkarte, als wenn du gegenhältst. Ja, hier sowas zum Beispiel. Ja. Wie gerade zu sehen ist.
Ja, da wurde eben nicht gelupft, ne? Und ja, das ist ja auch genau. Das Problem. Diese Fahrzeuge, GT3, GT4, die unterscheiden sich eigentlich nur ab, ich sag mal, 180 km/h in der Beschleunigung. Die sind in den Kurven, sind die ähnlich schnell, weil die beide Slickbereifung haben. Die haben beide eine gewisse Art Aerodynamik, die sich jetzt nicht so krass unterscheidet. Wenn du mal ein iRacing-Rennen fährst, wo LMP1 gegen GT3 fährt, die sind auf der Bremse schneller, in der Kurve schneller und auf dem Gas schneller. Das heißt, du bist recht schnell dran vorbei und bist halt problemlos sozusagen. Aber hier kann sich das halt ewig ziehen, wie du schon sagst, gerade der erste Sektor. Da tun sich die Autos nicht so viel, wie man vielleicht meint. Ja, und dann hast du halt das Problem, wenn du, so wie ich jetzt, nicht unbedingt 200 Stunden Erfahrung auf der Strecke hast und keine alternativen Linien hast und kennst im Fuß, dann bist du halt gebummt. Ja. Thorsten schreibt es gerne nochmal, dass Dizzy mitgefahren ist, zeigt doch nur, dass er Eier hat. Mir wäre der Druck zu hoch gewesen. Ja, finde ich auch. Vollkommen zu Recht. Danke für die Blumen. Dass er Eier hat, haben wir kurz an seinem Loch im Onesie gesehen. Aber auch das hat er so unter Beweis gestellt. Wait, what? Da stehe ich dir vollkommen zu. Wait, what? Hat man was gesehen? Ein kleines Bullseye hat man da gesehen. Bullseye, du Arsch. Oh Mann. Denk jetzt lieber mal an Michel, der gerade den Waschbär putzt. Ja, stimmt. Waschbär Michel. Ich gerade das zähe Waschbärfleisch aus den Zahnzwischenräumen ziehen. Das faserige Barracuda Bodygrüßig. Kann dann als Zahnseide direkt benutzen. Ray ist ja im direkten Duell recht nah hinter einen, ne? Also ne, einer ist hinter ihm. Ja, Black Mamba, 28. Der holt aber ein bisschen auf. Imola ist übrigens nur 2 Stunden, Leute. Also nochmal so ein 12-Stunden-Ding. Also, nee, das wäre ein bisschen viel, glaube ich. Speedy, das nächste 24-Stunden-Rennen steht noch gar nicht fest. Das hier ist tatsächlich das Liga-Finale. Also die 2020-Saison ist damit erstmal abgeschlossen. Und wir wissen sowohl nicht, wie die 2021-Saison aussehen wird, ob man da vielleicht nach ACC rüberwechselt oder ein Mischwesen zwischen ACC und AC macht. Vielleicht kürzere Rennen in ACC, 24-Stunden-Rennen, Nordschleife zum Beispiel in Assetto Corsa. Das steht noch nicht fest. Und es steht auch noch nicht fest, in welcher Art und Weise wir da mitfahren werden. Ob wir wieder ein Team bilden, ob wir wieder nur auf Gaststart zurückgreifen oder. Das steht alles noch in den Sternen. Und kann ich dir leider nichts zu sagen. Ja. Und ACC wäre ich auch noch dabei. Dabei. Ja, ey, gerade der Wetterwechsel und so, das macht so Bock. Das ist so schön dynamisch. Das gefällt mir auch richtig gut. Adrian fragt, was ist in deinem Stint passiert, Duki, dass ihr so viele Plätze verloren habt? Ja, gute Frage. Nee, du hast Dizzy falsch geschrieben. Du wolltest Dizzy schreiben, nicht Duki. Ich habe mich tatsächlich aber auch einmal gedreht, weil eben auf dem Rasen gebremst und einen Einschlag gehabt. Und ich wurde aber auch einmal gedreht. Das merkst du richtig, hinten fehlt der Anpassung. Und halt weniger Anpassung da. Ja, sonst ging es eigentlich bei mir. Aber Ray sagt sogar, ich wollte nämlich schon sagen, dass irgendwie hinten irgendwas ist an dem Auto. Das hilft jetzt alles, nächstes muss ich durch, das Beste draus machen. Bei mir ist die Karre nämlich hintenrum auch mal übelst gerutscht. Und das war ich nicht. Denn jetzt noch einen kleinen Bums, einen kleinen hat er doch gerade gekriegt auch, ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Ja. Ich hatte nämlich auch die ganze Zeit, ist mir das Auto hinten gekommen. Hier gerade vor dem Oval in der Kurve. Ich konnte ja nicht volle Rotze raus beschleunigen. Bist du auf 1 oder 2 Traktionskontrolle gefahren? 2. Hm. Weil ich habe nämlich immer auf 1 gestellt. Das ist ja dann eine stärker eingreifende. Vielleicht hatte ich das Problem deswegen gar nicht so. Onschus, danke schön für 25 Monate. Und Drakurax, danke für 4. Und Alex und so, danke für 4. Boah. So weit möchte ich auch mal in die Zukunft planen können. Nur 25 Monate. Ja, aktuelle Rekordhalter sind bei 80. 80? 80, ja. Das ist nice. 6 Jahre oder was? Ja, 6 Jahre. 6,5. Seit Tag 1. Sheesh. Sheesh.
Duki, gab es schon richtige Unfälle, wie zum Beispiel einen Einschlag gegen die Wand? Ja, definitiv. Also ich habe da ein ganzes Portfolio. Kannst du ein Best-of draus schneiden? Also da aus meinen Stints kannst du ein Best-of draus schneiden, ja. Und Worst-of noch hinterher. Nee, also ja, natürlich, das bleibt aber auch nicht aus, weil so großartig lange und große Auslaufzonen gibt's hier nun mal nicht. Boah, Dizzy, da hast du gar nicht mitgekriegt. Ich hätte vorhin noch einen richtigen Bock geschossen fast. Ich hatte die Pedal-App irgendwo hinter der, den VR-Apps und so, und das ist mir später aufgefallen. Da wollte ich das regeln, ungefähr genau an dieser Stelle, wo Ray gerade ist. Ja. Und bin dann aber zu weit links gefahren und war auf einmal nicht mehr in der Steilkurve, weil ich so damit beschäftigt war, meine Maus zu suchen, da irgendwas rumzufummeln. Dann musste ich die ganze, dieses ganze Teil vom Oval, das war glaube ich erst nach der Schikane, fällt mir gerade mal ein, ja, musste ich auf jeden Fall unten fahren. Ja, hab ich, das habe ich gesehen. So. Ich hatte gestern auch so ein Ding. Ich hatte auch so ein Ding, da ist irgendein GT4 ja, gewesen genau, und ich, der hat einfach dicht gemacht so. Und dann war ich das unten und dann, wenn die hochklappt, brauchst du ja nicht mehr hochfahren, weil kannst du halt knicken. Und ich bin dann unten geblieben und Michel so, jetzt fahr doch mal hoch, kannst du wieder? Ich so, Alter, Michel, halt deine Schnauze, ich fahr doch jetzt nicht mehr hoch hier. Na klar, mach mal jetzt. Dann bin ich auch unten einfach auch lang gefahren. Steilste Steilkurve in ganz USA und du sollst da von unten glatt mal eben hochfahren mit 200 km/h, ich dachte auch so, im Halbschlaf so, Michel, sag mal, läuft's bei dir noch, oder was? Michael hätte das bestimmt gemacht, noch 360 dazu, Handanker reingezogen und dann, let's go. Und Bestzeit gefahren. Ja, genau, hat ja noch Bestzeit gefahren mit dem Drift ins Ziel. Für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi. Kleiner als drei, kleiner als drei. Benchix, dankeschön für 21 Monate und Joghurt, dankeschön für 5 Hups. Vielen Dank, Mann. Hups. Ups. Also, Thinking, meine Stints waren alle nicht so gut. Da ist auf jeden Fall mehr, man muss mehr üben. Aber wie Duki schon gesagt hat, erstes Mal die Sim, erstes Mal Multiclass. Say hello to my little friend. Also alles heute zum ersten Mal. Und auch ein recht freches Setup, sag ich mal, ne? Weil Michel hat ja auch schon Wert drauf gelegt, dass wir schon irgendwo, dass das Setup zumindest kompetitiv ist. Und sobald das der Fall ist, wird das Auto ja automatisch unruhig und nur in einem gewissen Bereich gut zu handeln und schnell zu fahren. Also das ist ja hier nicht weichgespült und auf sicher gemacht. Schon tendenziell, damit wir alle 24 Stunden damit auch durchhalten. Aber es ist ja trotzdem noch ein schnelles Setup, was er ja auch mit seinen Rundzeiten da beweist. Oh, Katani, danke schön auch nochmal an dich für 5 Subs, Maga. Danke. Vielen Dank. Also ich glaube, grundsätzlich für die ganzen ersten Male war es okay-ish. Also okay-ish. Aber es ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Das würde ich unterschreiben. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Also an Rundenzeiten würde ich sagen, hat es nicht gemangelt. Es ist eher so das Verhalten im Verkehr. Das hat das gekillt hier. Auch nicht das Setup, sondern eher das Verhalten im Verkehr. Das hat sehr viel Unruhe gebracht in die Stints bei mir. Mhm. Und dass Duki nicht viel da war. Das hat mich auch etwas, weiß ich nicht. Ich habe immer sehnsüchtig gewartet, aber Duki hat lieber geschlafen. In Gedanken ja, und im Traum war ich bei dir, aber es scheint nicht geholfen zu haben. Okay. Das merkst du halt. Duki ist einfach eine Schlafmütze und der braucht halt ein bisschen länger Schlaf. Wie groß war das Rohr nach dem Aufstehen, Duki, als du von mir geträumt hast? Ach, so klein wie immer. So. Da hat sich leider nicht viel getan. Schade. Aber ey, ich bin halt auch 57, ne? Da ist weder die Potenz noch der Energiehaushalt noch so, dass ich da irgendwie noch eine Unterstützung bin, ne? Naja. Du bist 57? Erzähl mal keinen Scheiß jetzt. Ja, 56, ich werde dieses Jahr 57. Ehrlich? Ja. Dein Ernst jetzt? Würde ich dich jemals anlügen? Natürlich würdest du das tun, du Arsch. Das ist doch vollkommen richtig. Du blöder Hoden, du bist doch niemals 56, ey. Das ist korrekt. Dann würde ich niemals deine YouTube-Videos gucken, wenn du so alt wärst. Heidewitzka. Mach doch nicht sowas mit mir, ey. Meine Gefühle. Schade, da dachte ich, wir sind im gleichen Alter, aber offensichtlich wohl nicht. Du hast gesagt, ich bin alt. Nein. Du hast schon vorhin mit der Nase so einen Scheiß gehört. Du siehst nur alt aus. Vorhin kam, warte mal, Merchu? Ich glaube, Merchu ist sein Name, oder?
Marshu gibt's. Marshu. Marshu kommt in den Chat rein. Oh, Morgan, du hast ja gar nicht so eine große Nase wie du. Ich sag nicht so, ja, na klar habe ich nicht so eine große Nase, natürlich nicht. Marshu, bester Mann. Meine Nacht war sehr wild übrigens, Kalle. Ray war 20 Minuten früher fertig und Michel ist 30 Minuten später gefahren. Das heißt, ich bin heute Nacht also wirklich im Halbschlaf 3 Stints gefahren. Und zwischendurch kam Rampi noch rein. Dizzy, also ich glaube, ich würde dir empfehlen, jetzt mal einen Longstop zu machen. Läuft nicht mehr so gut. Trink dir mal einen Kaffee. Ja. Nee, das war nicht der Fall. Das war einfach, du hattest Aero-Schaden halt und da hast du insgesamt, also pro Runde hast du so 1 bis 1,5 Sekunden verloren. Der Stop war auch so wichtig, um nochmal kurz zu regenerieren, also. Ja, ja. Kannst du mal kurz die Hände vom Lenkrad nehmen, deshalb war es nicht so verkehrt. Nee, das war ein sehr guter Call auf jeden Fall. Aber dass Michel da noch so eine Scheiße mit mir gemacht hat, ey, die Jungs, die quälen mich ja quasi. Michel sagt so, ja, ich muss nochmal auf den Pott, ich mach mir nochmal einen Kaffee. Und du sitzt denn da schon voll so, oh, Alter, willst du mich verarschen? Schon halt gefragt, kannst du übernehmen? Ja, ich geh nochmal aufs Klo, ich mach mir nochmal einen Kaffee. Und dann kommt er um die Ecke mit, naja, also damit wir jetzt kein Splash and Dash machen, müsstest du noch so und so fahren. Und dann hat er die Scheiße halt so ausgerechnet, dass ich halt meinen Sprit komplett leer fahren muss. Und ich hing halt wirklich komplett in der Seile heute Morgen. Der hat mich richtig gequält, die blöde Drecksau. Ja, so ist das. Das sind so Anforderungen, da denkt man gar nicht dran. Man denkt, ja, komm, 4-2 Stunden im Kreis fahren, 3 andere Fahrer, ich muss ja nur 6 Stunden fahren. Aber da kommen solche Sachen da noch. Ich musste auch übrigens, ich muss immer aktiv Sprit sparen, weil ich einen dicken Bleifuß habe. Ich verbrauche immer 0,10 Liter mehr als die anderen, die mitfahren. Ja, das hast du auch diesmal, Duki. Genau. Wir haben nämlich schon nach dem ersten Triple Stint haben wir schon geschaut. Michel hat beim ersten Triple Stint 102 Runden rausbekommen. Ray hat beim ersten Triple Stint 102 Runden rausbekommen und du hast eine 101 rausbekommen. Weil ich mit der ersten Tankfüllung zu aggressiv war und dann nicht Lift and Coast mäßig ein bisschen Sprit eingespart habe, sodass ich mit 2,9 Liter in die Box gefahren bin, um dann nachzutanken. Das ist aber kein Problem, Duki. Ich bin nur 80 Runden gefahren mit 100 Liter. Ich musste so oft wenden und einparken in 40 Zügen. Ja. Ja, und immer wieder das Anhalten, Anfahren, das kostet ja alles Energie in Sprit, ne? Das ist ja... Wow, aber ist halt wirklich so, ist nicht mal eine Lüge. Nee. So spart man beim echten Auto ja nun mal auch Sprit, indem man nicht die ganze Zeit an der Ampel anhält, sondern einfach mal über Rot drüber ballert. Na klar! Ja, klar! Draufbleiben, sagst du, ja? Nein, ich bin... immer drauf. Ich bin keine 20 Runden weniger gefahren. Das ist auch schon keine Start-Stopp-Automatik. Gute Frage. Doch, hatte. Habe ich oft kennengelernt in den Stints. Ich glaube, ich habe mich 4-mal gedreht oder so. Und ein Auto habe ich mitgenommen. Nee, das Auto hat mich mitgenommen. Gab es irgendwie Streit im Team mit René? Wenn das zu privat ist, muss ich nicht drauf eingehen. Aber dachte, man kann das Team beim letzten Rennen nochmal unterstützen. Props an Dizzy, fragt der Kubi. Nee, Streit gab es auf keinen Fall. Ach. Der hat eine Anfrage bekommen von den Unicorns, ob er da nicht mitfahren möchte. Und da hat er uns gefragt, ey Leute, wie sieht das aus? Ich würde da gerne mitfahren. Was haltet ihr davon? Dann haben wir gesagt, ja, okay, kümmern wir uns um einen Ersatzfahrer auf ähnlichem Niveau. Ist dann leider nur Dizzy raus geworden, aber gut. nee, aber das war komplett in Absprache. Da gibt's keinen Streit, kein Beef. Zumindest keinen im Team Redder. Was Michel und René da in ihren Ligen immer veranstalten, ist was anderes. Nee, aber kein böses Blut und so weiter. René ist nach wie vor meiner Meinung nach gerne willkommen, irgendwie wieder einzusteigen, falls in Zukunft da nochmal sowas zustande kommt. Grüße gehen raus an René. Schöne Grüße, René. Du kannst auch nächstes Mal wieder fahren mit den Ärschen hier. Er durfte halt gar nicht mehr mitfahren, weil er letztes Mal die schnellste Runde des Teams gefahren ist und das lässt mich mit Stolz natürlich nicht zu. Ei! Ja, deswegen, wenn du zu schnell bist, dann sagt Michel nicht nur, ja, ey, hier, Sprit einsparen und du musst jetzt mal so und so viel Gas geben, damit das noch passt. Du musst mal bremsen, sagt er dann. Du, fahr mal ein bisschen runter. Aber bei Michel ist das schon krass, wenn du mal seinen Fahrstil anschaust. Er hat wahnsinnig viele Passagen, in denen er null Pedalbetätigung hat. Also er lässt schon viel segeln und damit sparst du halt schon gut Sprit. Eben, das kann ich auch null.
Das habe ich nämlich während des Fahrens auch gedacht. Ich brauche immer, also wenn ich am Gas hänge, fühle ich mich sicher. Oh, Porsche Abflug. Platz 17 oder so sieht die doch, glaube ich. VL, Customer Racing, Platz 16, glaube ich. Das tat weh. Oh, das gibt auch einen dicken Schaden. Ja, jetzt sehe ich. Übrigens, in der Schikane bin ich nie abgeflogen, möchte ich kurz mal anmerken. Sehr gut. Überlegen, nee, ich auch nicht. Nee, aber Wager, du hast das 18.000 Mal kurz davor. Ja, wollte ich gerade sagen. Also hast du aber wirklich sehr stabil immer gerettet, mein Freund. Also das muss man dir lassen. Das ist auch, glaube ich, meine größte Stärke, die scheiß Karren immer abzufangen. Ja, hier schaff ich das auch nicht. Da wird jetzt so eine Herausforderung daraus, oder wie? Ja. Na, Michael hat gestern schon in deinem ersten Stint, Duki, hat er schon erzählt, so, ja, eigentlich ist hier wahnsinnig schwer, eine Evil Lab reinzufahren. In dem Moment musstest du schon eine contesten. Na gut, dafür hat er aber auch selber eine Evil Lab eingefahren und musste auch schon ganz schön viele verstecken und verhindern. Ja, also, er kam aber immer, so, jetzt habe ich eine Evil Lab reingefahren, dann muss ich die nächste Runde ein bisschen pushen. Das war immer so seine Motivationsphase. Und wenn ich wusste, ich habe einen Cut, musste ich immer vom Gas gehen, weil ich weiß, du kannst danach einfach nicht schneller fahren. Du kannst dich noch mehr pushen, dann gibt's entweder Chaos oder schmeißt die Karre weg oder so. Und einer ist er dann reingefahren, halt, hat er gesagt, nee, ist mir jetzt auch egal. Du weißt aber doch, dass Ray den Schluss sind fährt, ja? Ja, das wird er noch hinkriegen. Nee, aber das finde ich so beeindruckend, dass Leute rollen lassen können. Ich habe immer so, mein Mindset ist, wenn du nicht auf der Bremse oder nicht auf dem Gas stehst, fährst du ineffektiv, ne? Weil maximaler Bremsweg, dann direkt wieder ans Gas, bam, raus, alles andere wäre in meinem Gefühl langsam und ineffektiv. Ich weiß, dass das nicht so ist, weil ich ja auch sehe, wie Michel fährt und andere Leute fahren und auch Tipps lese und so weiter, aber ich kann das einfach ums Verrecken nicht umsetzen. Ich muss irgendwie immer gefühlt das Auto unter Last haben, entweder Gas oder Bremse, um dann mit der Lenkung was machen zu können. Wenn es rollt, habe ich gefühlt null Gefühl fürs Auto. Ich mache das mittlerweile sehr gerne. Einfach nur rollen lassen? Ja, in den Kurven auch. Also hier habe ich das, glaube ich, relativ okayisch hingekriegt am Ende. Also ich habe ja meine eigene PB noch um eine Sekunde verbessert. Also das ist auch viel rollen mittlerweile. Mhm. Ja, bei Racy, wenn du das bei Ray zuschaust, das siehst du auch, dass er wahnsinnig wenig mal so direkt nach dem Oval, die erste 180-Grad-Kurve, da lässt er als ein bisschen rollen. Mhm. Aber sonst hat er eigentlich auch meistens irgendwo Last, auch wenn es nur ein kleines bisschen ist, hat er ein bisschen Last drauf halt. Und bei Michel hast du das in jeder Kurve gesehen, dass er halt wirklich eine Sekunde oder so nichts gemacht hat. Ja. Aber gerade dieses leichte Gaspedal geben, ne, dadurch schickst du die Gewichtsverteilung vom Auto so ein bisschen nach hinten, weil du eben leicht beschleunigst und dadurch hast du schon mal hinten etwas mehr tendenziell, etwas mehr Traktion. Natürlich, wenn du es übertreibst, dann drehen die Räder wieder durch, Traktion geht flöten, ist wieder was anderes. Aber das ist echt so ein Sicherheitsgefühl, was man durch so einen kleinen Gasstoß erzeugen kann. Und da muss ich auf jeden Fall von weg. Das Heck ist aber am Arsch. Weil ich ein bisschen versuche, mehr zu pushen. Er ist der Inhaber von Record Racing. Boah. Bill Gates. Deswegen haben wir auch die Lackierung so gewählt. Nee, also wir haben das Team. Ach so, das war Bill Gates, der da auf dem Dach war vorher. Ah. Ja, der Blonde ist Bill Gates. Die Blonde. Ja. Die blonde Bockwurst. Nee, also ich sag mal, die Mitbegründer sind Ray und ich auf jeden Fall. Früher waren ja noch andere, also gab es ja schon mal wechselnde Belegschaft sozusagen. Der Lukas war mit dabei, der Jupp war mal mit dabei. Und viele mehr. Aber es gibt da keinen Besitzer, Inhaber. Es ist, War es da schon Red Dot Racing, als der Jupp mitgefahren ist? Nee, oder? Nee, naja, stimmt, das war zu Red Sonja-Zeiten. Ich weiß nicht, ob wir da schon einen Teamname hatten. Und so. Stimmt, wir waren ja auch die Sim-Spezi, deswegen ja. Ja. Eieiei, Duki. Ich glaube, das mit den 57 stimmt doch, wenn ich das besser weiß als du. Ja, Erinnerungsvermögen ist auf jeden Fall. Wenn ich ist schlecht gealtert. Ja. 10 von 10. Deswegen kann ich mich an mein Alter ja auch nicht erinnern. Und sag immer was anderes. Ah. Immer ein paar Jahre jünger gemacht, oder wie? Mal jünger, mal älter, was die Leute hören wollen. Also bist du sogar noch älter. Die Rentenkasse denkt das zumindest. Bist du schon früh Rente oder? Spätrente. Ah ja. Eine Evil Lab ist, wenn du einen Cut hast
und dadurch einen Vorteil hast. Also im Vergleich jetzt, wenn du hier bei Raymar guckst, die Runden sind alle grün. Der Evil Lab wäre, wenn er jetzt zum Beispiel eine 1,45 fahren würde und einen Cut hätte, dann wäre das quasi eine markierte Runde. Und wenn er es in drei Runden danach nicht schafft, nochmal schneller zu fahren als diese gecuttete Runde, ist das eine Evil Lab. Und ab 10 Evil Labs gibt es eine Strafe. Das ist eine Evil Lab. Sieht's aus. Sehr schönes System übrigens. Ja, voll. Ich habe zwei Stück ineinander gemacht vorhin. Bin auch sehr stolz darauf. Ja, und auch da, wenn man bedenkt, dass es nicht eine offizielle Spielregel ist, sondern alles Eigensentwicklung vom Organisator von Virtual Racing. Also da auch Hut ab, was die Orga da für diese Liga seit Jahren schon veranstaltet. Das ist echt krass, ja. Ja, der Aufwand, der dahinter steckt, auch wenn man sich im Forum mal so umschaut und so. Und da wird auf jede Nachricht eingegangen und diskutiert und erklärt und dies und das gemacht und getan. Also da auf jeden Fall Hut und Helm ab und Sturmhaube ab für die Jungs. So, Ray hier auch mit 45er Zeiten am Start. 45,7 vor 8 Runden. Letzte Runde war eine 45,9. Und dazwischen schön tiefe 46er. Also er hat auch seinen Rhythmus gefunden und ballert hier gute Zeiten. Ja, aber Black Mamba hinten dran kommt noch ein bisschen näher. Also die sind jetzt schon fast dran. Die werden alle irgendwie sau schnell. Ja, da ist der fährt immer ein bisschen schneller. Black Mamba konnte ich mit meinem Sim doch recht gut hinter mir halten. Da habe ich auch, glaube ich, ein bisschen Abstand rausgefahren. Aber das liegt natürlich immer daran, welcher Fahrer dann gerade auf dem Auto sitzt. Ja, ja, der jetzige macht halt teilweise mittlere 45er Zeiten. Ja, weißt du Bescheid. Musst du mal überlegen, der ist 28. und fährt 45er Zeiten. Hallo. Ja. Weißt du Bescheid, wie schnell das Feld ist hier? Ja, wir können es nicht oft genug betonen. Es wurde schon sehr, sehr oft gesagt im Stream, das Feld ist halt wirklich, wie sie schon sagt, wahnsinnig stark. Und das ist halt wieder so ein Indikator, wenn du wirklich siehst, der ist hinter uns eigentlich auf Platz 28 und ballert hier die 45er Zeiten durch. Kaum eine 46er dazwischen und wenn, dann ist es eine 46er 0 oder 1. Also das ist schon ein ordentliches Tempo. Also rein realistisch betrachtet habe ich hier eigentlich überhaupt nichts zu suchen. Ich war hier echt nur Zierde so. Also im Vergleich zu den GT4-Zeiten hast du gut mitgehalten auf jeden Fall. Ja, auf das, ja klar, da war ich auf jeden Fall ganz stark. Aber auch wahrscheinlich nur knapp mit 200 schneller oder so. Das hier halt wirklich die Feuertaufe, Alter. Das ist, ich habe gestern auch nochmal kurz vorm Schlafengehen so ein bisschen reflektiert. Und, genau. Reingeschissen in die Reflexion. Bei denen kann man nicht sehen, ob die nochmal einen Fahrerwechsel haben, ne? Müssen auch noch einen Longstop machen halt. Ja, das ist das einzige Indiz, was man da hat. Longstop. Ob da jetzt auch der Fahrer wechselt, immer schwer zu sagen. Was ist das für eine Kiste? Das ist auch eine R8, ne? Ja. Da ist auch ein Audi. Mein letzter Stint war okay-ish. Nennen wir es mal okay-ish. Mehr aber auch nicht. Ja, du hattest kein Glück. Da kam auch ein bisschen Pech dazu. Wie eigentlich auch beim ersten Stint, wo du so nervös warst ein bisschen. Ey, da hast du mir schon leid getan, ey. Da habe ich mir in die Hose geschissen, Alter. Ja. Da habe ich mir wirklich in die Hose geschissen. Das ist aber auch fies, du kommst nachts das erste Mal ins Auto, hast direkt Action und du hast gar nicht die Chance, dich irgendwie an irgendwas zu gewöhnen oder Vertrauen ins Auto zu kriegen. Und das wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Mit jedem Stupser, mit jedem kleinen Dreher, mit jedem Fahrfehler, der passiert. Ja, die haben glaube ich schon nochmal einen Fahrerwechsel drin, weil die haben jetzt insgesamt schon 12 Fahrerwechsel. Und die müssen noch einen Longstop machen, die werden da bestimmt nochmal swappen. Swappen? Andererseits könnte der natürlich jetzt auch, weil er der fixeste ist von denen vermutlich. Vielleicht fährt er durch und bleibt einfach stehen.
Das wäre eine Möglichkeit, ja, dass er durchzieht. Sieht man denn was, wie lange der schon auf dem Fahrzeug sitzt? Gucken wir mal. Dicker Quersteher. Aber hat er auch gut gefangen. Die Reifen sind durch. Alter, ist das eine Wurst. Ja, das mit Ray aufs Auto. Macht halt gar keinen Spaß, gerade zu fahren irgendwie. Man könnte also auch vielleicht draufbleiben. Für die restlichen 2 Stunden und 7 Minuten, die da oben noch stehen. Darf man mit Ideallinie fahren? Hier? Oder ist das stimmt. Ja, ne? Ich glaube, du darfst, aber ja. Das ist halt mega langsam, soweit Michel das erklärt hat mal. Ja, das ist klar, aber die Frage ist, ob man das darf oder ob man auch von mit Außenperspektive fahren darf, zum Beispiel. Ja, da schränkt dich keiner ein. Ja, ne, ist ja kleinbasierend quasi. Ja, genau. Broken, da ich gerade Low Carb mache, wenn du mir Low Carb was vorschlägst, kann ich das gerne machen. Ansonsten, ja, also, ja. Dirk fragt, warum Platz 27, was ist passiert? Er hat bis 4 Uhr geschaut. Was war denn? Also ich bin um 11:30 ins Bett gegangen. Dann waren wir, glaube ich, 18., 17., 18. Ja, und dann hatte Michel recht viel Pech, wie ich gehört habe. Desi recht viel Pech, wie ich gehört habe. Und ja, schon bist du ein bisschen weiter hinten, als man eigentlich gewesen ist. Also sagte der Linus auch gerade, Black Mamba, jetzt dass er so schnell ist, zeigt eigentlich oft auch, dass das ein recht schnelles Team ist, mit aber sehr vielen technischen Problemen, mit Unfällen, mit Crashes oder Computerabsturz, was weiß ich. Das ist meistens immer so ein Indiz, wenn die schnellen Fahrer hinten sind, dann hatten die schon sehr viel Pech auch im Rennen. Und das zeigt ja auch wieder, dass wir da nicht alleine sind mit irgendwelchen Materialversagen, mit Crashes und Unfällen, die uns dann früher in die Box schicken, wo wir reparieren müssen oder. Das passiert ja eben nicht nur uns, sondern auch den anderen Teams. Ja gut, oder du hast halt, also oft hast du ja auch in so Teams, hast du irgendwie 2 schnelle Fahrer und 2 langsamere Fahrer, das kann ja auch sein. Ja, das stimmt. Und ich sag mal, wenn die jetzt, also auch Platz 26, 27 waren ja alle so 46er Zeiten, was schon ziemlich schnell ist. Verhältnismäßig. Ja, das stimmt. Also am Ende des Tages könnt ihr alle unter meine Videos demnächst alle kommentieren, Dizzy war es. Oh. Das wie bei Dugi, schreibt ihr, wann kommt das nächste DTM-Video? Hauptsache, du stehst wieder im Mittelpunkt, ne? Das haben wir ja. Ja, das haben wir. Aber warte mal kurz. Im Mittelpunkt steht 2021 Rampi, denn Rampi wird das neue Gesicht von Pixelhelden. Das wird hat er nicht vergessen. Er wird 2021 hat er gesagt, würde angreifen. Aber nur mit zensiertem Gesicht und dann wird das zum wahren Pixel. Das hab ich nicht gesagt. Oh, okay. Und ich glaube auch dran. Also ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass Rampi das Gesicht 2021 für Pixel helden wird. Rampi hat nämlich heute Nacht erzählt, dass er selber empfindet, dass viele Leute nur Ray kennen von den Pixelhelden, aber nächstes Jahr, sage ich euch, dann wird's Rampi. Immerhin einer, der nicht glaubt, Rampi, wa? Ja, das ist immerhin einer. Das ist richtig, Luki. Und ich würde mich auch sehr freuen an die ganze Belegschaft hier, die wirklich demnächst bei den Pixelhelden auf dem Kanal Videos guckt, dass sie dafür sorgt und Rampi motiviert. Nein, make Rampi great again. Ja. Bitte nicht, sonst muss ich das ja wirklich durchziehen. Dann hast du Motivation, mein Freund. Dann hast du Motivation. Und bei Tuki könnt ihr wirklich unter jedes Video, in jedem Kommentar kannst einfach... Kannst du mal aufhören, die Leute jetzt zu so einem Quatsch aufzurufen? Spam-Kommentare, DTM... Hallo, was denn für ein Spam? Mann. Das nennt man Interaktion und das ist gut für den Algorithmus.
Also, was heulst du denn jetzt? Ich bin ein Twitch-Streamer, ne? Aber wenn du so drauf bist, doch. Duki, das ist Motivation. Ja, hast du doch gerade gehört. Wieso, was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Was hat das denn jetzt mit Twitch-Streamer zu tun? Muss mal eben gucken. Hast du eigentlich einen YouTube-Kanal, Hasse? Was ist das denn hier? Ja. Das lässt ihm jetzt keine Ruhe. Endlich mal. Klar, der wird gebookmarkt. Endlich mal einen Fahrer auf dem Channel außer Ray. Siehst du, guck mal, du hast schon den ersten Fan. Weltenwandler ist schon dein Größe, ist dein Fan jetzt schon. Zack. Siehst du, Rampi hat eine neue Fangemeinde. Und so läuft der Hase. Und Duki machen wir auch wieder great again, indem wir einfach schön uns immer DTM wünschen, weil das kann er. Das kann er. Das kann er gut. Jetzt wird's hier bunt. Da muss man auch mal dran glauben, Jungs. Das kann er. Wenn er schon nichts kann, das kann er. Ja, du, Duki, wir können gerne. Also ich würde mich freuen, wenn wir nochmal ein AC10-Teamrennen fahren. Da ist das auf jeden Fall nicht so eine Vollkatastrophe, dann sehe ich nicht ganz so beschissen aus. Hast du Twitch-Clips aktiviert? Wenn ja, Leute, klippt mal bitte diesen Audio-Ausspruch. Habe ich auch. Also. Nee, also wirklich, in ACC können wir gerne. Also da können wir, da bin ich nicht ganz so eine Katastrophe. Ey, jederzeit. Ich kann dich menschlich zwar nicht leiden, aber ich glaube, auf der Strecke verstehen wir uns gut. Daher, jederzeit, gerne. Ja, finde ich auch. Wir können uns ja auch, gleich in dein Steckenpferd reinmachen. Wir haben übrigens gerade das Duell. Ja, das Auto ist einfach fucking am Arsch. Gehen wir nicht drüber. Außerdem treffen wir uns ja eh noch zum Witzwoch. Oh, ja, der Dual-Witzwoch, ja. Eieiei, das wird. Eieiei. Also, da sehe ich uns. Da sehe ich uns aber voll. Da sehe ich uns mit Muskelkater am nächsten Tag in den Bauchmuskeln. Ja. Naja. Vom Sport natürlich, ne? Nicht vom Lachen. Natürlich. Kann man das Auto von denen eigentlich irgendwo anschauen? Jetzt mal tief. Du kannst im Lifetiming drüber hovern über dem Bild und dann wird es groß gezeigt. Ja, Ray hört man nur leise, weil ich quasi Ray seinen Stream restreame. Und damit wir uns nicht mehr gegenseitig ins Wort fallen. Ich habe ja keinen Kamerawagen, deswegen mache ich den Kamerawagen und setze ihn beim Auto. Weil ich habe mir. Du hast nur einen Babawagen! Okay. Ein bisschen viel. Sympathisch. Ja. Ja. Von Sympathie können wir hier auf jeden Fall nicht reden. Höchstens vom Sympathien, weil wir alle so nett sind. Nee. Also, okay, Michel, Rampi, Ray, okay, aber Duki, puh. Der Rest? Duki ist einfach so, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also auch schon seit ersten Abend definitiv voll unsympathisch, kam rein, dicke Fresse gehabt, weißt du? Halbes Jahr nicht gefahren, so. Ich muss ja zugeben, ne? Ich hab beim Stay das Setup-Video gesehen. Und das war so. Also, ne, Setup-Video hat er sich angeguckt, schickt mir doch eure Gaming-Setups, ich bewerte die, ich guck mir die so ein bisschen an. Ja, jetzt gucken wir mal das Setup vom Dizzy an. Und in dem Moment dachte ich, ha, ist ja witzig. Der hat genau den gleichen Namen wie der Typ, den wir vor 2-3 Tagen in die 4-2-Stunden-WhatsApp-Gruppe eingeladen haben. Und dann ist mir erst immer nach und nach klar geworden, als er auch noch vom Rennsitz gesprochen hat, mit wem ich da zu tun habe. Oh Gott. Ging noch gut. Naja, deswegen stand ich auf jeden Fall ein bisschen auf dem Schlauch. Ja, aber das ist ja auch bei dir ist das ja völlig normal. Ich meine, du hast jetzt circa. Dass ich auf dem Schlauch stehe. Ja, du hast jetzt 4 Jahre bist ja gar nicht mehr in diesem Content Creator Business drin. Man merkt das auch ein bisschen. Die Witze sind echt ultra beschissen geworden. Chat-Interaktion gar nicht vorhanden beim 24-Stunden-Rennen gewesen. So. Comeback nicht geplant, gar nichts so. Also, ja. Merkt man, dass du auf dem Schlauch stehst. Aber das finde ich schön, dass du das erkannt hast, dass ich seit 4 Jahren keinen Content produziere, weil ich schreibe nämlich Geschichte mit jedem meiner Videos und meiner Livestreams. Das ist nicht nur Content, das ist mehr als Content. Ja, das ist hier Geschichte, ja. Das Comeback von Duki, aber Duki ist dann auch nach dem 24-Stunden-Rennen erstmal wieder 20 Monate weg. Weil er muss sein Thrustmaster wieder abgeben.
Kanalmotto, ne? Was? Rampy, all Rampage, mehr als Content. Vielleicht machst du so eine, so eine Handy-Video. Das könnte der Marketing-Spruch werden. Wow. Aber du musst dich da nicht aus dem Fenster lehnen, Duki. Ich würde, also das, ich glaube so, der neueste Marketing-Spruch wäre für dich auf jeden Fall abgeschissen statt abgefahren. Ich glaube, das wäre dein Ding so. Hier stinkt keiner ab. Hier stinkt keiner ab. Nur ich, weil ich bringe keinen Content. Dann musst du das machen, Duki. Selbst. Wie bitte? In deinem Chat schreibt jemand, dass Ray jemanden als Motivator braucht. Das musst du machen, Duki. Ich glaube, Ray hat einfach Probleme mit dem Flügel hinten. Setze ich mal eben meine Major Pain-Stimme auf und dann gehe ich mal runter. Schreien an. Was, Dolonche, du bist nicht motiviert? Stillgestanden, aber wer, du hältst an! Erstmal einen angepfiffen, ja? Ja, ich gehe mal eben runter. Naja, geht eh in eine Box jetzt. Ja, okay, dann können wir noch warten. Naja, muss eh tanken. Ja, wie viel Lidar da noch? 3,6. Fährt gleich rein. Wird er wahrscheinlich nochmal ein Mind Reset kriegen. Das hilft ja immer. Ja, also Ray, bitte atme tief durch und versuch deine Gedanken von allem Bösen zu befreien. Sonst steht dir das auf der Strecke eindeutig im Weg. Denn das Böse gibt keinen Windschatten, Ray. Hallo? Oh, er lebt Hallo! Noch. Ist der schon, hast du schon ein flaues Gefühl im Magen? Ich fühle mich wie gewaschen und gekämmt. Oh mein Gott, Michel ist immerhin da? Immerhin einmal im Jahr. Michel ist da. Hi. Er kaut noch, wie man hört. Ja. Michel, was musste ich hier eigentlich heute Nacht nach dem Aufstehen für News hören? Warum hast du den Dizzy gemacht? Was habe ich denn Dizzy? Na, hättest du nicht mal ordentlich fahren können? Also, ja, ging, ne? Ging also. Na, die GT4s waren schon recht wild. Ja, Michael hätte sich am liebsten in der Box so ein Schild vorne ans Auto bauen lassen und dann Abmarsch durchs Feld flügen. So ein Schneeflug. Wie beim Zug. Wie bei was? Wie beim Zug. Achso, beim Zug, ja. Wie war denn Waschbär so? Kaninchen hat der jeder schon mal gegessen? Nee. Tatsächlich nicht, ne? Echt nicht? Nee. Ihr habt noch nie Hasen gegessen? Nee. Nee? Wir kommen aus einer kultivierten Gesellschaft, da isst man Hackfleisch. Im Westen gibt's Rind und Schwein. Ja, schmeckt auf alle Fälle wie Hase, halt mit so einem Wildgeschmack. Aha. Was gab's dazu? Klöße. Genau. Und Rosenkohl. Oha! Das war Rosenkohl? Möhren meine ich, sorry. Was, es gibt ein Bild irgendwo? Wie kann man denn von Rosenkohl auf von Möhren auf Rosenkohl? Weil wir gestern Rosenkohl hatten, mit einem Kaninchen zusammen. Ey, was bist du denn für ein feiner Pinkel? Nee, Pinkel gibt's erst nächste Woche. Was bist du denn für ein feiner Pinkel? Sag mal, fährst du immer im Wald mit deinem Vier-Ringe-Fahrzeug und nimmst alles mit, was dir vor die Flinte kommt? Halt vom Jäger, ne? Ach so. So einer bist du also. In Assetto Corsa macht er Jagd auf die Gegner, aber in Real Life lässt er jagen. Genau. Ja, Herr, feiner Pinkel. Denn noch, weißt du, so ein Audi fahren, ne? Motorrad. Noch Haus kaufen demnächst, ja. Ein Audi-Motorrad. Ja. Ja, dann gibt's aber kein Audi und kein Motorrad mehr, wenn man was hat. Da ist dann Game Over. Fahrradfahren und laufen. Das ganze Leben lang nur noch Kredit abzahlen. Nee, das haben wir nicht vor. Ach, so weit sind wir schon. Können wir Bar zahlen, ja? In Cash. Weiß ich nicht. Waschbär schmeckt wie Katze. Nichts Ungewöhnliches am Sonntag selber. Ja, Sprit ist noch bei 4,8 Liter, also eine Runde geht ja, noch. Also Katze und Hund, das isst man nicht.
Doch, in anderen Kulturkreisen isst man das. Ja, aber das ist halt was anderes. Halt so Haustiere, weißt du? Und Waschbären sind ja in manchen Regionen wirklich eine Plage. Ist so. Und ja. Duki, du hast ja den einen Artikel gelesen. Ne? Ich weiß nicht, ob du das jetzt warst mit Thüringen. Ja. Warst du das? Da stand ja drin Wintersdorf, ne? Meuselwitz. Ich hab den nicht gelesen, nein. Sagt mir nichts. Ja, aber da steht halt drin Wintersdorf und Meuselwitz, was ja Thüringen ist. Ne? Ja. Das ist Luftlinie von mir 5 Kilometer weg. Ja, ohne aber Witz. Meuselwitz sagte was. Nicht Meuselwitz, Meuselwitz. Ja, oh, Entschuldigung. Ja, auch. Übrigens möchte ich nochmal zu dieser Tierthematik gehen. Schweine sind auch Haustiere, Rinder auch, by the way. Ja, gut. Also gerade auch. Das sind jetzt nicht die Haustiere, formulieren wir es so. Wenn das Haus groß genug ist, kann auch eine Giraffe ein Haustier sein. Ist so. Oder ein Eisbär. Ist so. Löwe. Tiger. Ein Hund. Ein Hund. Zum Beispiel. Das Pointer, das ist die Positionsanzeige, die ist aber von AC falsch kalkuliert worden, weil wir halt mit dem Auto immer disconnecten und wieder drauf gehen. Also das soll eigentlich eine Position darstellen, aber die richtige Position steht links in diesem schwarzen Fenster. Ein 2-10 Faultier. Filzläuse. Sackratten. Sackratten. Musst du dann aber Salat machen. Sackratten-Salat. Na klar, die sind wie Croutons. Wenn du lange genug brätst, knuspern die. Ja, genau. Auf jeden Fall. Und Filzen aus Tatar. Aus Tatar. Kann man sie noch trocknen und da kannst du halt mit in die Suppe werfen als Croutons. Das stimmt. Ameisen sind auch super schön, geschwenkt in so einer kleinen Weinsauce. Mm. Mm. Aber nur eine kleine Weinsauce. Na klar. Keine große. Ja, logisch. Das schiebt dann richtig. Große Weine sind für kleine Geister. Ich halte Rinder zu Hause, ja. Jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel gucke. Da kommt er rein. Das ist höchstens ein Ochsen, langsam Mann. Geschiffen. Was geschiffen? Er macht einen Longstop und geht schiffen, hat er gesagt. Ah, ah, ah. Ah, so einer ist es also. Ja, und dann ja, siehste, aber die See, unser Plan ist aufgegangen, ne? Er muss danach keinen Splash and Dash mehr machen. Nee, sag ich ja. Oh. Hab ich dir doch gesagt, als ich das heute Morgen super mathematisch kalkuliert habe. Okay. Und du so, komm doch rein, mach doch jetzt endlich mal einen Fahrerwechsel, Alter. Ja. Ich so, nee, lass mich mal machen, ich krieg das schon hin. Ich performe hier. Und dann habe ich natürlich auch überperformt, ne? Was heißt denn eigentlich Moin Mark Zengier? Was? Moin Mark Zengier? Mhm. Das ist sowas wie, kommt jetzt ein DTM-Video. Ah, cool. Mhm. Ein Anagramm quasi. Hermann, damit reparieren lohnt sich wahrscheinlich nicht, ne? Die 2%. Nee. Vor allem, er hört es ja, wenn wir das sagen. Okay, da geht schon der erste Dumme runter. Ja, nee, Duki wollte eh mal runtergehen, jetzt, weil Ray war jetzt gerade, glaube ich, in letzter Zeit ein bisschen on fire. Hat er geraged? Ja, das nicht unbedingt, aber anscheinend hat er so ein bisschen die Konzentration verloren und da wollte er jetzt eher nicht mal runtergehen. Keine Ahnung, ich hoffe, das ist jetzt besser. 2% merkt man schon. Aber Blank Mamba hat ja die Plätze schon wieder verloren. Ja, die sind aber erstmal vorbei, nur weiß ich nicht, ob noch einen Longstop haben, aber vermutlich schon. Nee, die sind nicht vorbei, die sind wieder hinter uns. Hier ist jetzt in dem, links sind sie vor uns. Viel mehr sehe ich da auch nicht. Black Mamba hat ja, 187 oder was ist es? Also laut Lifetiming sitzt sie wieder hinter uns. Ja gut, ich sehe jetzt halt bloß, ich habe jetzt nicht aufs Lifetiming geguckt. Respekt an die starke Pace, aber generell, weißt du fährst da fast auf dem letzten Platz und du siehst um dich rum. Na gut, die hatten um 13:02 hatten die einen Stop, dann kann sein, dass sie jetzt wieder vorbei sind. Es ist halt krass, das Niveau ist so heftig. Also
jetzt den kleinen Schaden und das kann natürlich sein. Broken, kannst du mir das bitte mal im Discord schicken, den Link von deinem Redeem? Das wäre super nett, mich da adden. Danke. Weil du ab und zu halt immer mal eine Runde hast, wo du den Arsch verlierst und dann hast halt direkt eine Sekunde im Delta oder so. Und dann im Durchschnitt, sage ich mal, sind die Rundenzeiten scheiße. Einzeln betrachtet. Also das, was Ray gerade sagt, kann ich verstehen. Ich fühle den Druck einfach in diesen Fahrerfällen. Alles klar. Toi, toi, toi. Stopp du sofort. Ich fühle den Druck so sehr hier in dem Fahrerfeld. Der ist so unfassbar hoch. Ja, das ist genau das, was Ray auch gerade sagte. Wenn man sich mal so die Zeiten rundum anschaut durch diese App, da siehst du einfach, die fahren ähnliche Zeiten die ganze Zeit. Konstant werden da die 46er tief oder die 45 Mittel sogar geballert. Also und ja, ich krass. Ich bin hier, glaube ich, der langsamste GT3 auf der Strecke. Ah, das glaube ich nicht. Aber das können wir. Warte, ich überprüfe das. Das wollen wir doch mal eben bestätigen. Moment. Dankeschön, Michael. Und mein Bier, ich überprüfe das mal. Ja, krasse Pille auf jeden Fall. Fangen wir mit der Average-Zeit an. Also wir werden nach vorne nichts mehr. Wer da ganz hinten auf dem letzten Platz ist. Nach hinten nicht mehr reißen können. Das Ding ist Trommelwirbel. Lass mal gucken, was hier GT4 und GT4. Ah, da haben wir es. Also Benedikt Fabian, ne? In der Conspi Racing Crew GT3 hat einen Average von 1,51. Also ich gehe richtig in der Annahme, dass vor uns alle auch ihre L4 jetzt haben. Ja, und dann? Wer kommt dann? Und das ist halt mega grottig, wenn man sich überlegt, dass ein GT4 eine 1,53 fährt, Average. Dann kommt Rampy, kannst du das vielleicht mal eben gucken mit den Longstops? Ja, ich bin gerade dabei schon. Ja, super, weil dann brauche ich meine Anzeige hier nicht ändern. Gehe ich richtig in der Annahme, dass alle ihre 11 Pflichtboxenstops vorne dran haben? Nein, bei weitem nicht. Aber, Sigi, ich kann dich beruhigen. Du hast es leider nicht aufs Podium geschafft. Ja, nice. Du bist leider der viertlangsamste GT3. Oh mein Gott, ehrlich? Ja. Oh. Du gehst unten? Ja, also was die Average-Zeit angeht. Ja, was ist denn Average bei mir? 1,49. Oh Mann, das ist nicht gut. So, jetzt gucken wir mal nach da. Was hast du ihm jetzt mitgegeben, Duki? Du guckst nochmal nach, wir sagen gleich Bescheid. Also es gibt insgesamt 6 Fahrer oder 6 Teams vor euch, die die Pflichtboxenstops alle durch haben, die Longstops. Und sonst sind alle noch, teilweise haben hier sogar noch welche 8 Longstops erst. Okay. Was? 8 und 9 sind hier welche. Ja gut, die sind aber Runden vor uns, also von daher kannst du die eigentlich ignorieren. Also der mit 8 Longstops, der ist 3 Runden vor euch und das wirst du mit 3 Longstops reinholen. Ja, das und Phoenix cool. Racing 1 ist 4 Runden vor euch und die haben 2 Longstops weniger. Das heißt, die beiden sind auf jeden Fall noch drin. Mhm. Nice. Phoenix also, Racing und wer war der andere? Barrelheads Racing. Mhm. Ich sag nur das mal eben. Ja Leute, haut nochmal ein Däumchen nach oben raus. Ja, also 7 Mann haben eine langsamere Zeit als du. Ja gut, das ist schön. Und so wie es aussieht, ist Sim Racing Academy und Black Mamba direkt vor euch. Die haben jeweils eine Black Mamba und Sim Racing ist jetzt gerade auf 2 Runden Vorsprung abgestiegen. Die haben jeweils einen Longstop weniger. Das heißt, die sind eigentlich auch noch in Schlagdistanz. Ja. Ist also noch nicht ganz genau auf 2 sogar, ganz genau. Und die sind ja durch, ne? Du hast ja den Reserve, hast ja gemacht. Ja, 11, ja, das steht ja, 11 von 11. Und ich bin aber mit einer 45.1 her. Halt auch nicht sonderlich schnell her. Das ist schon krass. Schauen wir mal, wo wir am Ende sind. Ah, das ist einfach richtig schnell, ohne Witz, Mann. Die schnellste Rennrundenzeit liegt bei 44.3. Ah, ja. Das ist aber dann halt, also das ist Nissan, AMG, Nissan. Der schnellste Audi ist 44.6. Ja gut, also ich sag mal, mit 3 Sekunden langsamer fühle ich mich da dann nicht, aber nicht so schlecht. Wow. Ja, nicht mal. Bitte? Ja, nicht mehr. Du bist ja in der 46er gefahren. Ja, das auch. Ja, das sind ja bloß 2 Sekunden und 3 Zehntel, was du langsamer bist als der Schnellste. Ja, du, wie gesagt, ich kann es nicht aufhören. Ich habe wirklich Schwierigkeiten mit dem Verkehr. Also da fehlt halt ganz viel Erfahrung mit Multiclass. Kann man nicht oft genug wiederholen. Probleme mit Verkehr? Ich habe richtig Probleme mit Verkehr.
Also mein Schwinger kriegt schon noch hin, einzudringen in die Lustgrotte, aber auf der Strecke. Aber dann stört der Bauch, ne? Der Schwinger, hast du ihn deinen Schwinger genannt? Natürlich, hallo, ich bin alt, die Eier hängen, es ist ein Schwinger, was ist los? da fällt mir glatt ein Ei aus dem Sack. Lass es, Michael, lass es. Ich will es nicht nochmal sehen. Bitte mal alle WhatsApp gucken. Nein, Quatsch. Wehe, was ist da jetzt drin? Ey, ich hab's nicht reingepostet. Letztens habe ich das schon gesehen und ich dachte mir so, wo bist du hier gelandet? Was ist das denn hier für eine Gruppe, ey? Ah ja. Comedy-Gruppe. Porsche Cayman S. Ja! Ach, ich hab Comedy-Gruppe verstanden. Ey. Comedy-Gruppe? Also mit dir ist es auf jeden Fall definitiv eine Comedy-Gruppe. Tragödie-Gruppe, ne? Trauergruppe, ne? Lappengruppe. Das ist hier die Rentnergruppe mit dir. Lappengruppe abgewischt. Abgefahren, abgewischt. Ja, Dugi nennt sein Channel jetzt um. Abgewischt. Abgewischt. Ja, hier wird richtig reingeschissen. Aber ohne abwischen. Ja. Denn ich habe ein BD. Wusstest du eigentlich? Wusstest du eigentlich, Michel, dass 2021 die Kanaloffensive der Pixelhelden mit Rampi kommt? Also Rampi goes for Face for Pixelhelden. So. Man könnte quasi sagen, er wird zu Rampensau. Ja, er wird richtig eine Rampensau, Rampi, nächstes Jahr. Der Rampi? Ja. Wer kennt ihn nicht? Der greift jetzt wirklich an. Warum bin ich hier nochmal ins CS gekommen? Kann mir das mal einer sagen? Um dich pushen zu lassen, motivieren zu lassen. Was macht er jetzt damit auch du Alpha wirst. Oh, ich muss ja eben kurz AFK, bis gleich. Aha, jetzt haut er ab. Ich sehe das. Chat, seht ihr das auch? Oh. Chat, seht ihr das auch? Nee. Ihr seht das doch auch, Chat, oder? Ihr seht das, komm. Nächstes 24-Stunden-Rennen fährt Rampi mit. Damit es noch schlechter wird? Nee, wir tauschen einfach Michel aus. Der hat einfach richtig beschissen reingekackt. Das stimmt. Das ey. Stimmt. Wir. Richtig reingekackt. Richtig. Ey, Dugi, kannst du bitte richtig beim... Dünn. Dugi, kannst du bitte beim Scheiß nicht in meinen Chat schreiben? Das ist weird. Klar sehen wir das. Siehst du, guck mal, die Fanbase wird immer größer. Wir haben schon zwei Fans mittlerweile. Guck, zwei Fans haben wir schon. Wir sehen alles. Ja, wir sprechen uns dann am nächsten 24-Stunden-Rennen nochmal, wenn ich hier wieder auf der TV-Cam sitze. Nee. Und die anderen schön ihre Runden drehen. Oh, Dugi stuhlt. Richtig schön abgestuhlt. Abgestuhlt, TV. Wir setzen im nächsten 24-Stunden-Rennen muss Michel einfach in die TV. So. Das lohnt sich gar nicht, den auf der Strecke zu haben. Also die Evil Lab, die er da reingeballert hat, weißt du, den Unfall da. Genau. Rundenzeiten auch richtig scheiße. Ja, vor allem war er heute Nacht wirklich eine Gefahr für das andere Fahrerfeld. Ja. Da wollte absichtlich Leute abschießen und Triple E! Und er war ständig auf Tuchfühlung mit den anderen Fahrzeugen. Oh ey, der hat mich so angezündet, der blaue BMW. Erstmal der blaue Phoenix Audi. Hast du das mitgekriegt, Dizzy, dass der blaue Phoenix Audi Michel nachher auch nochmal abgeräumt hat? Ehrlich? Ja, richtiger Ehrenbruder. Oh. Vor allem im Oval, ne? Was? Im Oval hat er mich abgeräumt. Oh. Ohne Nöte. Ach, ich hab ja ich hab das ja protestiert. Haben die ja schon gesagt, was ich für eine Antwort bekommen habe? Ja, ist ein Rennunfall. Ja, du bist schuld. Ich bin schuld? Du hättest zurückziehen sollen. Übel, oder? Warum soll ich? Wer hat das gesagt? Die Rennleitung. What? Okay. Ja, aber er hatte doch blaue Flagge und ich war. Okay. Wir unterhalten uns nicht weiter drüber, egal.
Nee, du, also ich kritisiere niemals Entscheidungen der Rennleitung. Die werden schon ihre Gründe haben. Also ich sag mal so, man ist ja eh immer ein bisschen behaftet, weil man ja selber gefahren ist und das in seinen Erinnerungen anders hat. Also wenn die das so entscheiden, dann ist das so. Okay. Ja. Ja, die machen die Entscheidung ja, ich weiß nicht, ob du das schon... Oder man sucht das mal eben raus. Die haben ja jetzt, die gucken sich ja keine Demo oder sowas an, ne? Die haben ja nur... Was dann gleich mal deinem Chat zeigen willst, wie das aussieht, nach was die das dann bewerten. Und sofern ich da jetzt mal so einen Vorfall finde. Mal eine Minute. Okay. Ja, das ist schon heftig, das überrascht mich jetzt etwas. Ja, das ist wie es ist. Ah, Mist, also die alten Inzidenz sind jetzt nicht mehr vorhanden, aber schickt der. Krono Zock, moin. Hier lief die Nacht ganz gut. Ganz gut. Dir das mal, halt, Moment. Ich hab dir das mal ins TS geschickt. Da siehst du halt, was die für eine Grafik sehen, um den Unfall zu bewerten. Nur mal, um das jetzt rein optisch zu sehen. Die Tabelle, ja? Ja, normalerweise müsstest du... Achso, du siehst nur die Grafik, gar nicht die Strecke da. Nee. Dann, warte. Genau, dann klick jetzt einfach mal, du hast ja dort links, ganz links, wie so eine Art Steckdosenzeichen. Ja. Ja, da klickst du einfach mal dort auf das drauf und auf irgendeins, dann siehst du so eine Grafik, die da abgespielt wird. Ja, sehe ich. Danach bewerten die das. Wann war denn mein Incident? Der ist nicht mehr hier drin. Das wird irgendwann gelöscht, weil die Protestzeit, die verstreicht dann dementsprechend. Okay. Oh, aber da sind noch Incidents von einem gewissen Michel Behrendt mit einem gewissen Triple-E-Team drin. Ach so, ja. Warte mal, muss ich das gleich mal gucken. Okay. Man, ach, hier. Ja, mach ich Nazi. Triple-E. Ach ja, genau. Ja, das war die Szene, wo ich mich da so mega aufgeregt hab. Hey, das ist ein interessantes Feature, das habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Ach so? Ja, du, ganz ehrlich, wenn Rennleitung das sagt, dann ist das so. Also wie gesagt, ich fechte sowas immer gar nicht an. Ich möchte nicht an deren Fähigkeiten zweifeln, das einzuschätzen. Absolut nicht. Und wenn die sagen, dass das so ist, dann ist das so. Dann war ich das halt. Oh, das haben wir uns bei ins Bar auch gedacht. Ui, da bist du aber einmal richtig, richtig krass reingestochen, Michel. Was? Wo bist du jetzt? Bei dem Incident mit MRL Academy. Weiß ich nicht, oder? Können wir mal bitte die Nummer sagen, den Hashtag? Ich wollte Nummer 8. Auf Karl, Leute, kleinen Moment. Oh. Academy ETV. Nee, vollkommen legitim. War ja meiner in, der hat ja zugemacht. War ja in. Wo soll ich denn noch hin? Da bist du aber richtig krass reingeschossen, so, ey. Da ist eine Lücke, Abmarsch rein. Ja, jeden Zentimeter nutzen, ne? Der Sigilentes hat auch nochmal Kontakt mit Triple E. Ich sag da jetzt mal nichts dazu, ne? Aber es ist schon witzig, dass hier in diesen... Warte mal. Man kann ja mal noch Folgendes machen. Man kann ja mal das Team Triple E auswählen und gucken, wenn es die insgesamt haben mit den ganzen Fahrzeugen. Dazu müsstest du aber halt im Lifetiming dann... Lifetiming praktisch. Und wählst dann als Team E aus, machst du den Linksklick drauf und dann kannst du Analyze Incidents machen. Ja,
Danke an die Green Arrow Jungs fürs Offenlassen. Ey, das ist das doch. Was? Das ist du, der Vorfall von heute Nacht. Okay, also ist er doch noch mit drin. Der ist noch drin, das ist Nummer 16. Ja, die haben schon ganz schön viele Heavy Incident. Also kannst du dir mal noch angucken, wenn du. Also ich hab's ja schon. Ich hab's ja schon gesehen. Ja. Machst ja dann über diese Seite auch deinen Protest fertig und dann musst du halt PN schreiben. Aber wie du da auf die, wenn du dir das anguckst, wie du da auf die Entscheidung kommen kannst. Ja, keine Ahnung. Ich meine, Dizzy hält ja absolut seine Linie. Also, ja, mehr vorsichtig kannst du da eigentlich nicht sein. Ich mal Hashtag 22 angucken. Ja, das ist ja das, was du gemacht hast, wo du die Probleme hattest. Ja. Ja, ich hatte da keine Probleme. Eher der Phoenix, der Phoenix-Audi. Der Hund. Ja, das siehst du richtig schön, wie der oben in die Wand. Wie der oben in die Wand eingeklatscht ist. Die sind danach auch instant in die Box gefahren. Also die hat's richtig geknatscht. Geht's halt dann los? Michel Behrendt versus Viktor Brill. Ein Incident nach dem anderen. Innerhalb von einer halben Stunde hat er 5 Incidents oder so mit Triple E zusammengefahren. Keine Kosten und Mühen gescheut. Triple E. Angegangen. Weiß ich noch, Viktor Brill, Nordschleife, hatten wir, ich war glaube ich auch irgendeine Art Endurance-Rennen. Was macht Viktor? Er versucht wirklich in der Mutkurve zu überholen. Ey, hab ich über einen Kopf gegriffen. Ganz zwar nicht mich erwischt, aber jemand anders. Ich hab's ja bloß im Stream gesehen, wie er sich und einen anderen halt komplett aus dem Leben genommen hat. Ja, Anrail, dafür gibt's einen Link, das ist das Live-Timing. Du kannst einfach in die Videobeschreibung auf den Link klicken, da gibt's eine Übersicht und da kommst du auch zum Live-Timing. Und da musst du dich ein bisschen rumklicken, dann siehst du die Incidents. Ich weiß gerade selber gar nicht genau, wie man da hinkommt. Ja, das stimmt allerdings, Brinky. Wir haben noch keine Strafe gehabt, wir sind immer noch unter dem Evil Lab Limit. Für eine Durchfahrtsstrafe. Ja, das ist ja auch nicht schwer. Das Waschbär ist. Alter, hat er dieselbe Dampfe wie ich? Ein paar Fragen. Also Endresultat wird bestimmt Platz 26 oder 25, weiter wird es nicht vorgehen. Ihr könnt ja, wenn ihr dann ein Racing-Team zusammen aufmacht, dann nennt ihr euch einfach die Dampfnudeln. Okay. Nein. Das wäre eine Idee. Er hat aber dann halt bloß eine Dampfnudel mit, ne? Weißt du wie? Bitte? Er fährt dann aber halt nur eine Dampfnudel mit, ne? Will ich nicht. Ah, ist egal, erklär ich dir, wenn du mal groß bist. Müsste reichen? Ja. Natürlich nicht. Ich freue mich schon drauf. Aber so ganz durchgestiegen bin ich da jetzt auch nicht.
Ich frage mal meine Eltern. Die mir das erklären können. Es ging um die Nudel, Mann. Ja, trotzdem ist der Witz so unverständlich. Ja. Willst du jetzt sagen, dass du keinen Penis hast, oder? Wieso denn ich? Ja. Die sie sich gerade nicht wehren kann. Der holt seinen Schwinger gerade in die Keramik und. Seine Dampfnudel, meinst du? Oh, wir hatten eine 10 Sekunden Stop and Go um 4.41 Uhr. Ja, Dizzy ist halt mal ein bisschen zu schnell in die Box gefahren. War ein bisschen fix unterwegs. Triple E ist noch ca. 1 Kilometer entfernt. Also Prozess. Du kannst gefasst sein. Das ist gleich wieder Shepard oder was? Triple E Inc. Und Inc. steht für Incident, ne? So sieht's aus. Und weißt du was? Victor Brill sitzt wieder auf dem Fahrzeug. Ja, toll. Brillant. Ein Victor ist ja kein langsamer Fahrer, aber manches ist halt doof. Aber ist egal, wir diskutieren das jetzt nicht weiter aus, denke ich. Wir werden das gleich optisch sehen, was ich meine. Sofern Ray ihn jetzt nicht gerade im Oval überholen muss. Ja, schön, wenn er ihn im Infield überholt. Da hören wir vielleicht auch mal meckern. Ja gut, aber du weißt ja, im Oval kann es auch zu Problemen führen. Ja, das sind aber meistens bloß blaue GT3s. Blaue Audi GT3s. So gut aus. Aber echt übelst geil, wie der da oben in die Wand reinscheppert. Zu Recht. Die haben aber echt halt schon, den Heavy Incidents. Pokal, oder was meinst du? Die Phoenix Racing. Haben die viele, oder was? Ich hab nicht geguckt. Ja, es ist jetzt nicht übermäßig viele, aber schon ein paar, und vor allem haben die halt 11 Evil Labs. Also die mussten schon mal antanzen. Okay. Und wir haben 9, ne? Also da ist nichts mehr drin. Wer hat denn die anderen 2 geholt? Dizzy, glaube ich. Ach, ich eigentlich. Dizzy hat vorher erzählt, dass er erstmal 2 Evil Labs eingefahren ist. Halt übelst geil, ja. Du fährst die erste Evil Lab rein, das war bei mir vor uns zumindest so, du fährst die erste rein. Scheiße, jetzt musst du schneller machen, ne? So. Dann fährst du halt schneller und siehst nicht, dass du gecuttest hast. Auf einmal stehen da 2 solche Runden mit 2 Ausrufezeichen hinten da. Da bröckelst du dann erstmal ein bisschen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Duki hat mich inspiriert, ich musste scheißen. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus. Ich fühlte mich inspiriert, ich musste drücken. Ich bei Stei ein 4 Jahre altes Video gesehen von dir. Ja, hast du natürlich einen ganz schönen roten Kopf. Fluktuieren die Live-Zuschauer immer so stark. Was, beim Scheißen? Da fährt perfekt der Audi wieder vor ihm auf die Strecke. Schön aus der Boxengasse raus. Ja, das ist Rotronic. Ah, ich dachte schon. Das ist Rotronic? Nein, oder? Nein, Triple E ist an die Box, oder was? Oh Mann! Ah, das ist so Tronic, ja gut, die sind ein bisschen fixer, ne? Jetzt ganz schön Minus von Triple E. Ja, aber vielleicht kommt er dann gerade wieder über Startziel, wenn die aus der Box rausfahren. Ja, edel. So. Oder die wurden gerade von den, Ne, da sind sie noch, da sind sie. Oh, nice. Oh, das sieht nach Infield aus. Erste Kurve, das sieht nach erste Kurve aus. Ist das nicht unser Kumpel? Ja. Ray! Attacke, Alter. Vor uns? Ray, einfach durchziehen. Geradeaus, nee, Schikane. Ne, da vor uns ist Rustonic. Nein, der ist jetzt gerade in die Schikane gefahren. Ah, Mist, es wird halt im Oval. Scheiße. Ray, nimm ihn mit, Mann. Quatsch, das wird nicht im Oval. Ray! Ah doch, das ist jetzt das lange Oval. Obwohl, es könnte erste Kurve werden.
Dann muss ich ja nachher noch eine Entschuldigung schreiben, oder? Also dafür, dass ich den Fehler da gemacht habe. Fällt mir gerade auf. Ah nee, wird im Infield. Ah, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wir warten. Wir warten. Geil wäre es ja jetzt, wenn er Rutronic abräumt oder so. Sauberes Manöver, alles gut. Reden wir jetzt gerade von dem Beamer oder von dem Audi? Ah, verdammt, von dem BMW. Hat der dich abgeschossen? Ja, der hat mich mehrmals berührt, weil er mir die Tür zugeschmissen. Ach so. Das war so der Privatkampf heute Nacht, der BMW und Michel. Innerhalb von einer halben Stunde sind die, glaube ich, drei oder viermal aneinander angeeckt. Dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt hier das nächste Mal, da fahre ich aus Versehen rein und wenn er die Tür zumacht, dann... das nochmal machen? Nee, das hat er nicht gesagt. Zum Glück sieht die Rennleitung ja die Streams nicht, da kann man sowas schon mal machen. Gesagt, wenn er das nochmal macht, dann schieße ich ihn ab. Nicht gesagt, dann fahre ich ihm aus Versehen rein, nee, dann schieße ich ihn ab. Gefolgt von 10 Sekunden später, das würde ich nie machen. Das war nicht mit der Absicht, ich habe mich verbremst. Oh, der schwarze AMG, das war der direkt nach deiner Übernahme, Michel, so assi war. Aber kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern, habe ich schon verdrängt. Triple E hat meinen ganzen Kopf eingenommen. Hast du so viele Feindschaften gehabt über Nacht? Sag mal. Ja, das war richtig amüsant. Sehr, sehr viele Kontakte. Eieieiei. Dankeschön für 8 Monate, Manga. Ne, um dir auf die Sprünge zu helfen, Michel, das war der am Ausgang der Kurve gebremst hat. Ach, alles klar. Dann habe ich noch einen Porsche abgeräumt. Oh ja. Der hat aber sehr, sehr früh gebremst. Ja, das war Stimo. Ach, war das Stimo? Das war Stimo, ja. Stimo hat vorhin ganz stolz erzählt, dass du ihn abgeräumt hast. In der ersten Kurve, ja? Ja, irgendwie, ich glaube, Stimo war das, wenn ich mich nicht irre. Eieiei, der Bremsflug hat mich sehr, sehr überrascht und da war die Linie auch irgendwie ein bisschen weird. Und da war er dann weg, konnte er nichts mehr machen, da war er weg. Ich habe vorhin auch einen GT4 aus Versehen angestupst, weil der auch so weird gebremst hat. Naja, gut. Das sagen hinter mir wahrscheinlich auch immer alle. Was macht der denn da? Ist wirklich so. Also erste Kurve, 100 Pro. Wie bremst der denn an, Alter? Ist der bescheuert? Ich bremse die anders an. Ich bin froh, wenn das hier weg ist und wir uns dann erstmal ein halbes Jahr nicht mehr hören. Und komm bloß nicht auf die Idee, mich nochmal zu fragen, ob ich hier ein AC mit euch ein 24-Stunden-Rennen fahre. Das war eh das letzte dieses Jahr, also... Nächstes Puffer hast du. Nächstes Jahr wieder, ja. Ja, ein bisschen Zeit zum Üben, würde ich sagen. Ja, wenn es mal nur übt. Verkehr kannst du nicht üben. Wie willst du Verkehr üben? Am besten, du meldest dich in der VR-GTC an. Ich habe überlegt, ob ich mich jetzt für Bobbycar-Liga anmelde. Was? Ja. Bei abgefahren oder was? Ja. Ne, wir haben nur die Seifenkisten-Liga. Ja, da ist Duki aber auch aktiv dann, ne? Na klar, ja, ist der Duki aktiv. Der kann ja also auch nicht. Der Kanal geht ja eh schon bergab. Dann kann auch mit der Seifenkiste. In der abgefahrenen Liga ist er auch bloß so halb aktiv. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er in den letzten beiden Rennen mitgefahren ist. Aber Freitag in Silverstone. der hat lieber DTM-Videos gemacht. Also, ich sag euch so, wie es ist: 2020, also. Dezember wird Dugi sein Comeback. 2021 Dezember? Nee, 2020 wird Dugi sein Comeback Dezember. Ich sag's euch, pass auf. I promise. Ja, weil die CPM, wie heißt das, CPR? Weißt du so mal. Dann hat er auch endlich mal genug Geld, sich ein neues Lenkrad zu kaufen. Du meinst eine CBR, die Honda oder was? Oder was meinst du? Nee, CPM, Currywurst Pommes Mayo. Besonders gut im Dezember. Fahr mit Michel und mir ACC GT4. Ja, bestimmt. GT4 will er ja nicht fahren. Ich möchte mit Michel ehrlich gesagt nicht fahren, weil ich möchte Michel sein Rennen nicht versauen.
Also das ist mir, glaub mir das wirklich, und das meine ich jetzt, mir ist das hier, meine Performance ist mir sehr unangenehm, okay? Mehr als unangenehm. Das glaube ich dir aufs Wort. Keine Angst, uns auch. Glaube ich, brauchst nicht mal lachen. Nee, aber dass andere Leuten, gerade Teamkollegen Michel, das Rennen versauen, das kennt er schon aus der AVD, von daher ist es vollkommen okay. Das ist aber dann gewohnt. So schlimm ist es ja nicht. Guck mal, du warst den Zolder sogar vor mir, dachte ich, oder? Das ist richtig. Weil also. Du irgendwie andere Ansprüche hattest oder so. Ich weiß nicht. Ach so, ja. Was war da? Von Platz 3 bis ganz hinter. Dann hat mich noch so ein U-Loll-Porsche abgeschossen. Hey, Zolder, das Rennen habe ich mir halt selber versaut. Weil ich da hier Pfeffer die Tür zumachen wollte, aber der war halt noch neben mir. Ja. Da ging halt die Fuhre ab. Ich kann mich noch an Mats Worte erinnern. Und Bernd. Das war so gut. Da waren noch einmal zwei Autos und eins war definitiv zu viel für die Übersicht von mir. Moin Martin! Ja, moinsen! Ja, was man merkt, ist auf jeden Fall der durch den Maxti, Entschuldigung. Das Auto ich glaube, Martin gelesen, weil Fetze so klein war. Tag, Maxti. Aber auch Tag an alle Martin zu gucken. Moin. Das auf jeden Fall. Vorhin waren es halt mal eine gute Runde. Warum fahren denn alle mit Licht? Werden die nicht vom Photonstahl gegen die Fahrtrichtung abgebremst? Nee, die Photonen drücken die Luft so ein bisschen zur Seite und dadurch hast du etwas weniger Luftwiderstand und bist effektiv schneller. 2% Bremsen, noch so das letzte. Das ist ganz normale Physik, die jeder beherrschen sollte. Geh ins Bett, okay? Wir waren plötzlich alle auf der Baumschule. Sei mal ganz ehrlich. Nee, du meinst auf der Photonschule. Ja, und dann ist es so angenehmer. Ich denke, dass der Reifen jetzt gegen Ende dieses Stints halt deutlich besser noch sein wird. Und ja, deswegen hat das auf jeden Fall was. Gute alte Photonschule. Also man merkt es deutlich. Der hatte halt keinen Studiengang, der hatte einen Stuhlgang. Und dann passt es auch. Wow! Müssen jetzt haust du aber raus, du hier. Ja, jetzt kommt Scheiße. Jetzt kommen sie ja wie die 500-Euro-Scheine aus meinem Portemonnaie. Ja, gar nicht. Nicht, ja, genau. Ray ist der Einzige, der sein Fett noch nicht weggekriegt hat in diesen 24 Stunden drin. Kann das sein? Ja, da musst du immer vorsichtig mit umgehen. Weil da drückt mal schnell Alt und F4 oder Escape. Ehrlich? Ja, ja. Nein. Stimmt doch gar nicht. Ja, mein Endurance-Rennen nicht. Nee. Neuen Formel-1-Rennen. Formel-1-Rennen. Da Fahrer wie. Ja, toll. Das verstehe ich. Also in Formel 1 würde ich das auch machen. Nee, wir haben heute Nacht auch schon behandelt, dass er mal die Reparatur vom Permadamage vergeigt hat im letzten Event, aber wir haben ihn auch schon aufs Korn genommen. Ja gut, aber ich sag mal so, bei Ray, da spielen ja auch so die Star-Allüren aus dem Pixelhelden-Kanal wieder rein und deswegen bin ich ja auch pro 2021 Qualitätsoffensive von Rampi. Damit Ray endlich mal geerdet wird. Dass er mal merkt, dass er hier nicht der einzige Hahn im Stall ist. Ja? Qualitätsoffensive auch noch. Solltest du da mal World of Tanks spielen? World of Warships? Ja, was ist damit? Willst du mitfahren, Michel? Nee, das ist langweilig. Kannst also du dein Auto mitfahren? Ich würde mitmachen, aber nur mit Placementern. Gelb muss stimmen. Das können wir jetzt nicht. Wir schmeißen mal ein paar leisten. Euro zusammen. Holen die Münzen aus der Sofaritze. Nee, die ist zu teuer dafür. Das ist schon höherklassig. Das können wir uns nicht leisten. Der Duki schon. Ja, Duki auf jeden Fall, ja. Natürlich. Ja. Mit dem ganzen YouTube-Money, was ich die letzten 3 Monate nicht verdient habe. Genau. Der ganze. Content-Creator. Duki ist halt so ein armer Schlucker, der muss schon von seinen Kumpels die Lenkräder klauen, damit er beim 24er mitfahren kann. Klauen auch. Ich breche mal heimlich in die Buden ein. Schraubt den Sim-Racing-Rig auseinander. In irgendwelche Häuser. In der Hoffnung, dass er ein Lenkrad findet. Ich so nachts mit der dunklen Kapuze bekleidet mit dem Lenkrad durch die Straßen. Ja.
Und immer schön flashen, wenn einer vor dir ist. Photonen, weißt du. Photonen, genau. Die Photonen müssen mehr dringend werden. Dass du schneller wegrennen kannst. Ja. Photonenkanonen, Tag Lucky! Moin moin! Grüß dich, mein Lieber. Eigentlich müsste, also ich möchte, ich kann das gar nicht oft genug wiederholen. Also ich glaube, die neueste Begrüßung bei Dugi auf dem Kanal sollte sein, wann kommt mal wieder DTM? Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn sich das mal durchsetzen würde. Und ich rufe jetzt nicht zum Spam auf, ja? Das kannst du ruhig machen, das wird sich eh nicht durchsetzen. Also, denkst du? Da steht meine Community voll hinter mir. Ja? Geht schon hin. Aber welche Community? DTM satt gesehen. Helft dir, Sigi. Krieg mal hin. Na klar. Na klar. Na klar. Also ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir das als Kollektiv hinbekommen. Wenn dann nur mit Rampy-Feature. Oh yeah. Ich dachte, ich bin hier schön aus dem Schneider. Nö, da kommt der Nächste und klopft wieder rein. Ich habe noch eine Idee. Du könntest dich auch in Rampy umbenennen. Dann würden manche Zuschauer das vielleicht verwechseln. Oh, das ist aber der perfekte Leech. Ja. Ei, ei, ei. Rampy, alles klar. Schön ja, am Race-Titel sorgen. Meine rein optisch sieht er fast ähnlich aus. Könnte Zwillinge sein. Definitiv, ja. Stimme ist auch ähnlich. Da muss ich aber noch ein bisschen mehr aus der Haut als rausfahren. Ray müsste sich ein Bart wachsen lassen. Ich weiß nicht, wie lange das bei denen dauert. 20, 30, 40 Jahre. Er ist dabei. Er ist dabei, ja. Es ist ein Prozess. Das stimmt gar nicht. Moment. Das stimmt gar nicht. Oh, was ein Timing von Ray gerade. Oh, voll. Wollte ich auch Moment, als ob er nochmal nachdrückt jetzt. Es wird darauf hinauslaufen, ich habe jetzt noch 13 Runden, dass der letzte Stop oder die letzte Stint ja ein bisschen kürzer sein wird. Das heißt, ich würde jetzt nicht gern unbedingt volltanken wollen. Könntet ihr da in. Ja, ich gebe euch nochmal Bescheid, aber bereite schon mal darauf vor, so ein bisschen die Restspritmenge auszurechnen. Danke. Was ist das hier für eine Anforderung? Kann der keine Kopfrechnung oder was? Warte, mach ich jetzt. Am besten gehst du dann runter und sagst ihm 101 Liter. Wir haben es ausgerechnet. 101 Liter. Brauchst nicht volltanken, mach mal 101. Nee, mach mal 100. Brauchst nicht volltanken, mach 100. Ja, 13,2 ist jetzt sein momentaner Sprit, oder? Ja, 13,1, ja. Ja, bloß noch 4 Runden. Was ist der jetzt? Also wenn es noch unterhaltsam werden soll, dann sollte Michel weiterrechnen auf jeden Fall. Warum? Warum? Also aus vertrauenswürdigen Quellen habe ich herausgehört, dass du zu knapp berechnest. Du Lack gesoffen. Hä, wie redest du mit mir? Wir kennen uns noch gar nicht so gut. Ich mein Duki. Ach so, besser ist auch. Ja, natürlich, hab ich Lack gesoffen, du kennst mich doch. Das war... Dieses strahlende Lächeln kommt ja nicht von irgendwas, ne? Wenn er jetzt noch 4 Runden fährt, fährt er bei 1 Stunde... Ja, auch. 5 in die Box, circa. Käse, klar, muss er voll tanken. Naja. Natürlich muss er voll tanken. Oder sind das 12,7? Ne, das sind Runden, Digga. Was? Ich wollte gerade sagen, das ist noch nie so lange her, dass er in der Box war. Das sind Runden, was dort unten steht. Ja, das sind 12. Ach, stimmt, 12,6 Runden fährt er noch. 12 mal. Da hat er jetzt noch 35 Liter drin, okay. Okay, Fokus, jetzt habe ich 2 Kackrunden gehabt. Was fährt er für Rundenzeiten? 47, ne? Ja, 1,47 aber. Naja, 1,45, oder? Ja, 1,46 Schnitt. So in 21 Minuten kommt er circa in die Box. Ja, Tiger, ein bisschen. Ein bisschen oh, Sprit. Müde. Du? Ja. Bist du wirklich müde? Ja, ein bisschen. Du hast doch aber am längsten geschlafen von allen.
Was ist das denn für ein Gerücht? Wie, was ist das für ein Gerücht? Du hast am längsten geschlafen. Von 12 bis 5. Ja, na. Und davon habe ich eine Stunde nicht geschlafen. Ja, du, ganz ehrlich, wenn du deine sinnfreie Zeit nicht vernünftig nutzt, ja, und dir noch irgendwie so ein Taschenbuch von Donald Duck durchliest, dann... Dann heißt das nicht, dass ich da geschlafen habe. Das hast du korrekt erkannt. Ja, das ist doch nicht gut. Nee, natürlich nicht. Also, sobald du hier raus bist aus dem Teamspeak, hast du geschlafen. Das ist eine Regel. Also, ich habe das X gedrückt, bin instant auf den Boden gefallen. Das innere X hast du gedrückt? Ja. Also sag bist euch. Du doch im Playseat sitzen geblieben. Nee, ich bin aus dem Schuh gefallen und hab auf den Boden gepennt. Okay. Also nicht mal mehr zur Couch geschafft. User left your channel. Ja, Dugi, also ich bin mir nicht sicher, aber von der Stimme her und von der Stimmfarbe her würde ich sagen, Dugi braucht wirklich sehr viel schöner Schlaf. 90 Liter reichen. Ja, die 5 Stunden sind... Die 5 Stunden sind normal so die Hälfte von Sukis normalem Schlafkonsum. Ja, ich schlaf mal 5 Stunden nachts und 5 Stunden über Tag. Und die habe ich halt jetzt nicht gekriegt, deswegen. Wir haben das vorher geklärt, Stimo. Also Dugi hat mich auch gefragt, ob er voll reinhalten darf. Und wir haben uns beide dazu entschlossen, dass wir voll durchziehen. Ohne Grenzen. Das kennst du vielleicht ja auch nicht, Dizzy, ne? Wenn man 3 Stunden mal richtig Gas gibt und konzentriert fährt und keine Fehler macht, dann ist es immer anstrengend. Ja, das wirst du vielleicht noch kennenlernen dann in deiner Karriere, ne? Ja, das stimmt. Das glaube ich dir, dass das anstrengend ist, ja. Aber ich sag mal so, da ist halt der Vorteil meines Alters, denn da bringt man sich nicht aus der Ruhe und da macht man einfach mal eine gemütliche Kaffeefahrt, ne? Miteinander. Ganz geschmeidig. Räumerdecke. Genau. Oh, sorry, Leute. Danke. Du schaffst es nochmal gegengerechnet, wie gesagt, 86,13. Aber das kommt mir ein bisschen viel vor, ehrlich gesagt. Nein, du fährst noch 50 Minuten. Du fährst jetzt noch 20 Minuten. Okay. Ja, und dann musst du halt nochmal 50 Minuten. Das ist doch vorbildlich. Das gefällt mir. So? Ja, okay. Passt. Also mal 90 rein. So, was macht die Rechnung? Michel ist unten. Der Joker sagt 51 Minuten. Kurz, bevor ich reingehe, 3 Runden vorher oder im so. Sinn. Mal 12. Circa 50 Minuten. Dann 86 habe ich ausgerechnet und 90 habe ich gesagt, soll er mitnehmen. Guck mal, den 90 Liter Dings habe ich schon vorbereitet hier. Als hätte ich es gewusst. Ja, du, ich weiß auch nicht, warum die hier über Sprit diskutieren. Ich habe ja mein Bestmögliches getan, das Rennen für alle zu versauen. Also ich verstehe nicht, warum die jetzt hier so tun, als wenn hier noch was zu retten ist. Dann hoffen wir mal, dass Michel richtig gerechnet hat. Na klar. Michel ist ein Mechatroniker. Der hat schon, als er in die Windeln geschissen hat, eine Schwalbe gebaut. Also der kennt sich aus. Man nennt ihn auch Micheltroniker. Den fand ich gut. Den fand ich gut. Michel Droniger. Der mit den Waschbären schraubt. Der mit den Waschbären. Der sich die Waschbären reinschraubt, das meinst du, der. In die Waschbären reinschraubt oder sich die Waschbären reinschraubt? Aber gegen den Strich, Junge. Ich sehe schon, dieser Duett-Witz-Woch wird ziemlich gut, Duki. Ja. Da freue ich mich drauf. Ja, Bauchmuskelkater. Ja, ich glaube, die Community rastet schon förmlich aus. Ihr könnt ja schon mal ein dickes Holzbrett bereitlegen, wo ihr dann euren Kopf regelmäßig gegenhaut. Aber bitte nicht eure Schränke, wir übernehmen keine Haftung. Ja, wenn es Sprit alle ist, dann stehst du rum. Man könnte per Escape zurück in die Box gehen, würde aber dann eine ganze Runde verlieren, sozusagen. Ich formuliere es mal so, ne? So viel weiter nach hinten können wir ja nicht fallen. Das ist korrekt. Realistisch betrachtet. Ja, aber wenn wir wirklich 45 Minuten stehen bleiben, dann werden wir sogar noch letzter in unserer Klasse. Es sind ja noch manche, die einen Longstop machen müssen, Michel, weißt du? Dann spülst du dich nochmal 2 Plätze vor und die hättest dann wieder verloren. Diggi, mach das weg. Oh, du wurdest gehackt, Diggi, kann das sein? Wieso?
Da war gerade ganz, ganz hässliches Wetter zu sehen. Erschrocken, du. Scheint die Sonne, auf dem Bildschirm und hast dich selber gesehen, oder? Nee, hat mich gerade an The Hills Have Ice erinnert. War das gerade ein dicken Witz, Michael? Bitte? War das gerade ein dicken Witz? Nein, hast du noch nie The Hills Have Ice geguckt? Nee. Doch, ich glaube schon. Wer guckt sich denn so einen Scheiß an? Ich fand den nicht schlecht. Ich guck nur qualitativ hochwertige Filme wie Fuck You Goethe und so. Auf jeden Fall und kein Oasen. Apropos Eis, Dugi, was macht denn der Eiswagen? Ist das eigentlich die ganze Zeit schon eine Anspielung auf die Eismelodie? Das fällt mir jetzt gerade erstmal auf, dass wir die hatten früher. Die Eiswagenmelodie. Was? Das weißt du nicht mehr? Boah, ja. Ja, ich kann mich noch an die Eiswagen-Geschichte erinnern, dass Ray keinen Eiswagen kennt und nie Eis hatte, der Arme und so. Was? Ray kennt keinen Eiswagen? Moment. Ja, er kennt's nicht. Schade. Ray kennt keinen Eiswagen? Bekommt eine Kindheit. Eieieiei, der sitzt wohl schon ziemlich lange vorm Computer, oder? Ne, bei uns gab's wirklich nicht so viele Eiswagen, also ist selten mal einen durchgefahren. Kommst du aus dem Osten? Nein. Aus dem Südwesten. Dann hättest du dir aber mal ein anderes Bundesland aussuchen sollen, mein Freund. Ihr habt da ja scheinbar hinterm Mond gelebt. Selbst die scheiß DDR hat den Scheiß gehabt. Das stimmt. Ja, wir haben aber nur halt mit nicht einer so weit zur Eisdealer, also obwohl ich DDR-mäßig nicht mitreden kann. Naja, ich sag mal so, Soli macht's möglich, ne? Gut, aber DDR, ihr hattet zwar einen Eiswagen, aber der war halt leer, ne? Nee, das stimmt nicht. Es gab schön Kohleis und Möhreneis. Kohleis, Alter. Eine Sorte. Ja. Der Eiswagen kam immer mit Eiswürfeln um die Gegend. Ja. Selbst die gab's nicht. Nee, keine Ahnung. Also ich weiß ja jetzt nicht, wie alt sie ist. Ich? 35. Okay, ja gut, da hast du aber jetzt auch nicht so viel davon mitbekommen. Ja, 5 Jahre, ne? Ah, aber... Ich war zum Mauerfall sogar in Berlin. I've been looking for freedom. Bei meiner Onkels, meine beiden Onkels waren so eine kleinen Rebelskis. Also waren sozusagen böse Onkels? Könnte man sagen, ja. Bitte! Ich glaube, der Waschbär hat dir gut getan, kann das sein? Ja, klar. Ist gut drauf auf jeden Fall. Scheint gute Energie zu liefern. Noch, ja. Warte mal ab, wie das morgen ist. Nee, Montezumas Rache. Warte mal ab, bis wir durchs Ziel sind. Dann kommt erstmal Alter 4. Ich sehe schon. Michel, denk bitte dran, ich bin in allen internen Gruppen eingeladen. Also, falls du nachher einen Rant machen möchtest, ich lese. Hm? Was will ich machen? Falls du nochmal dich beschweren möchtest, dass wir nächstes Mal nicht zusammenfangen. Nein. Alles gut. Hm. Es ist, das Team ist so schon richtig aufgebaut, weil... letztes Mal im letzten Event waren ein bisschen stärkere Fahrer noch mit dabei und Prompt ist halt nicht die schnellste Teamrunde gefahren. Deshalb mussten sie dieses Mal wieder ein bisschen. Mein Ego zu stärken. Mich wieder ein bisschen pushen, dass er hier wieder mal richtig zeigen kann, wo die Eier sind. Da ist mir ein Ei aus dem Sack gefallen. Leute. Multikralle, danke für 25 Monate, Magga. Da ist Hoden offen, würde ich sagen. Da ist Hoden offen, ja. Eine hodenlose Frechheit. Der Michel. Leute, sind übrigens die letzten 60 Minuten angebrochen. Ei. Das letzte Stündlein hat geschlagen. Die letzten 60 Minuten sind erbrochen. Super. Es ist aber auch rumgegangen wie nix, ne? Also... Was, die letzten 60 Minuten? Bei mir noch nicht. Ja, in 2 Minuten. Also, ja. Rindenscheißer. Dann sind sie noch nicht angebrochen. Rampi, wenn 2021 wirklich dein Jahr werden sollte, ne, solltest du dir so einen Scheiß einfach verkneifen. Genau. Nix. Da machst du dir gar keine Fans mit. Oder ihr stellt einfach mal einen Countdown richtig ein. Ich brauch Duki auch nicht als Fan.
Und solche Themen wie E-Mobilität solltest du ganz weit Bogen drum machen. Nein, nein, das ist natürlich die Kontroverse Nummer 1. Das wird. Ich mache einen Talk-Kanal, genau. Ich mache einfach Talks. Ja. Und da diskutieren wir dann solche Sachen. Aber vergiss Monte nicht einzuladen, ne? Ja. Ja. Monte und Elotrix und so, die sind da alle. Ja. Kim.com ist auch ein ganz angenehmer Zeitgenosse, habe ich gehört. Also kann man sich alle mal einladen für die Talks. Ja, ich hab auch gehört, Trump hat nächstes Jahr wieder Zeit. Das ist richtig, ja. Da kann man auch mal einen Podcast aufmachen. Ja gut, du weißt halt nicht, was er bis dort noch anstellt. Dementsprechend kannst du mit dem erstmal noch nicht planen. Außerdem geht sein Twitter-Account eher an Joe Biden, also eine wirkliche Reichweite reißen mit dem dann auch nicht mehr. Der Präsident hat getwittert. Wer kennt's nicht? Abgetalkt? Das klingt nach einem guten Kanal, ja. Nur Duki sollte den nicht machen. Der ist schon überfordert mit seinem einzigen Kanal, den er da hat. Das ist auch echt der Grund, warum ich noch keinen zweiten Kanal habe. Abgetalkt. Dann auch eine abgetalkt Community? Na klar. Es gab schon ein abgetalkt Format, also ihr lacht jetzt vielleicht, aber da wurden diverse Sachen besprochen, ich weiß gar nicht mehr was. Mit wem hast du gesprochen? Mit deinem kaputten Lenkrad? Oder? Nee, aber es war im Bild. Ah. Wipperbahn hat einen aus eurer Klasse überholt. Wie bitter für den letzten in eurer Klasse. Achso, VL ist disqualifiziert. Ja, okay, jetzt verstehe ich. Das wäre sonst echt bitter. Ohne mein Summercar ging es bei ihm bergab. Hm. Stimmt. Also ich kann mich noch daran erinnern, das war der Jahreswechsel von 2019 zu 2020. Da hat er halt zu Silvester wirklich mein Summercar gestreamt. Du hast ja wirklich um 0 Uhr rumgestreamt, oder? Hast ja. Ja. Haben wir noch Fenster aufgemacht, um Feuerwerk zu hören, ja. Genau, da war ich. Das war so geil. Und ich bin dann halt abends mit rein. Aber schön, schön. Hast du da nicht sogar Raketen gezündet in meinem Summercar? Ja, klar, sicher. Da gibt's Feuerwerk. Aus dem Fenster raus. Alter, er ist halt so lost. Er hat halt keine Freunde. Irgendwie, also ja, irgendwie die kommt nicht an Silvester dabei haben wollen, sagen wir mal. Mir kommt das so bekannt vor. Ja, die wissen halt, dass Duki da eventuell ein Sicherheitsrisiko ist, wenn er Raketen abfeuert. Hm. Duki, hast du mal probiert, bei MySummerCar den Beutel zu nehmen und im Haus einfach hunderte Raketen zu platzieren und eine anzuzünden? Nee, ich habe aber mal probiert, wie es ist, mit einer Zigarette einzuschlafen. Mhm. Ist, glaube ich, ähnlicher Effekt. Bloß ein bisschen weniger Krachbums. Schön quasi. Krach, oben. Ich hab das auch aus Versehen habe ich das mal gemacht. Ich hatte die, hab das gefunden, hab die in die Küche gelegt und aus Versehen wirklich angezündet. Und dann, aus Versehen, ja. Also wirklich aus Versehen. Weil, also beim zweiten Mal war es gewollt, aber beim ersten Mal war es aus Versehen. Ja, ein tolles Spiel. Ist wundervoll. Sollte man mal irgendwie Livestreams machen. Naja, du hast ja jetzt erstmal wieder das Lenkrad, du kannst ja Voice Summer Car wieder spielen. Da ist ja wieder der Triple E. Oh, Triple E! Auch ein sauberes Manöver, alles gut. Kotzt mich schon wieder an, Mann. Die wollten nur dich ein bisschen triggern, Michel. Vielleicht geht runter zu Ray und sagt, ey, wir machen nochmal einen Fahrerwechsel. Lass dich nochmal Michel ans Steuer lassen. Lass dich doch nochmal hinter Triple E fallen. Ich sag doch, pass mal auf, geh einfach mal runter und sag mal kurz, dass Rampi fahren will. Rampi hat irgendwie Bock gekriegt und möchte jetzt nochmal einsteigen. Ja. Der fährt dann 46,5. Nee, der fährt 44,1. Ja, bitter Mann. Oh je, dann wird sich aber Michel tatsächlich nachher direkt mal an die Duschstange hängen. Nee, dann lösche ich mich. Ja, dann leite schon mal ein. Denk dran, 2021, das ist Rampis Jahr. Immerhin glaubt einer dran, das ist schön. Echt, das bin nicht nur ich. Du hast schon eine Fangemeinde über diesen 24-Stunden-Stream generiert.
Mich hat er auch schon ein bisschen überzeugt, Ravy, muss ich sagen. Also anderthalb sind wir mindestens schon. Also jetzt sind es gleich noch 3 Runden. Könnt's ja nochmal gegenrechnen. Ray klingt auch irgendwie immer genervt, ne? Kann das sein? Also jetzt sind es gleich noch 3 Runden. Ray klingt halt wirklich legit immer genervt, so. Nee, wenn's bei ihm läuft, dann nicht. Aber sonst meistens ja. Der hat halt super Zeiten und... Wir werden mit dem Kamerawagen nicht fahren können. Der hat, glaube ich, nur 0,1 PS oder so. Der kommt nicht aus dem Quark. Was, echt? Hat er nicht mehr? Nee, das haben sie, glaube ich, extra so gemoddet, dass der keine Leistung hat, damit man gar nicht in Versuchung kommt oder irgendwie irgendein Quatsch mit passiert. In der Übersicht zeigt es da 135 PS an. Ah, okay, wirklich? Dann ist das vielleicht alte News, die ich da hatte. Dann, Fake News. Gleich mal gucken. Also wie gesagt, 86 haben wir ausgerechnet für die Zeit. Du bist nicht gut vorbereitet. Also ich sag mal, meine fahrische Leistung war besser vorbereitet als dein Wissen. Dafür war meine fahrische Leistung besser. Also. Aber das war ja jetzt nicht so schwer, musst du also ganz ehrlich sagen. Dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo du die Vorbereitung... Also ich möchte noch mal sagen, ich habe um eine Sekunde meine PP im Rennen verbessert, okay? Ja, aber da 2 Minuten Zeit und auf 1,59 zu kommen, ist auch nicht so schwer. Nee. Das war schon schwierig. Jetzt teilt er aus. Das war doch schwer. Es war schwer, mein Freund. User joined your channel. So. Ja, so. Rampi vor Präsident. Eine halbe Runde. Wir brauchen euch fertig zu machen, sagt Luis Nathanio. Ist ja alles nur Spaß. Wir machen uns nicht fertig. Das ist ja das Gute. Wir motivieren uns, noch gemeiner zum anderen zu sein. Das ist auch alles immer mit Humor zu sehen, ne? Was? Das ist todernst hier. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Richtig. Humor ist, wenn einer lacht, heißt das. Da kann man auch mal einen Scheißwitz machen. Dann selber drüber lachen, meinst du? Naja. Dann hat einer gelacht. Ja. Also, ich habe bei jedem Unfall gelacht. Also, ich fand's schon, war Humor. Gut, das Team sieht das jetzt anders, aber das ist okay. War gerade weg, was hast du gesagt? Happy Waschbär. Ah, okay. Mhm. Happy Waschbär. So happy ist er jetzt nicht mehr. Naja, in deinem Magen schon. Ach so. Und er kommt ja auch so in ein paar Stunden auch wieder in die freie Wildbahn. Jetzt kann ich ihn wieder aussetzen, meinst du? Mit dem Circle of Life zurückgeführt. Ja. Ja, aber ob du ihn wieder aussetzen kannst, wissen wir nicht. Wir müssen mal abwarten, ob er nicht aus der Ausgeschossen kommt. Michel muss vom Aussetzen mal eine Videomontage. Michel muss einfach in den Wald gehen und richtig reinscheißen und dann abfahren. Guckt er sich so kleinen Waschbären bau und dann gibt er mal zurück. Happy Waschbär Racing. Das so, letzte Runde vor Pitstop. Der Pinguin muss jetzt weg, Michel. Hast ne? du nochmal nachgerechnet, Michel? Michel? Also ich habe ihm gesagt, ich rechne, ich habe halt 86 Liter ausgerechnet. Das kommt auch ungefähr hin. Nach wie vor? Ja, 90 möchte er mitnehmen. Ich habe gesagt, nimmt zur Sicherheit 92 mit. Das will er halt nicht. Du vertraust deiner eigenen Rechnung nicht. Sonst machen wir immer plus 5 Michel-Liter noch oben drauf. Und jetzt machst du sogar 7 raus. Hallo. Hallo, du kannst ja nicht nach unserer Runde gehen. Du musst ja danach gehen, dass der Führende nochmal übers Ziel fährt. Ja. Nach welchem Countdown bist du denn gegangen? Der bei Ray eingeblendet wird? Weil dann bist du 2 Minuten zu spät. Zu früh? Das Rennen geht 2 Minuten zu lange. Der offizielle Countdown ist gerade bei 48,30. Ja. Bei mir ist er bei 52,40. Richtig. Achso, okay. Da kann er sogar noch weniger Sprit mitnehmen. Genau. Was, 48? Wieso sind die, dann sind sie ja gar keine 24 Stunden gefahren eigentlich. Wieso macht das der offizielle Stream? Weil um 14.57 Uhr vielleicht der Start war oder so und dann
Also kann er theoretisch nur 86 mitnehmen und ist trotzdem safe, ne? Ja, ich würde bei 90 bleiben, aber 92 auf keinen Fall. Skandal. Im Sperrbezirk. Das ist Rosi. Ja gut, ich gehe jetzt nicht nochmal runter, ich sag's jetzt nicht nochmal. Bin halt jetzt nach seinem Countdown gegangen. Ja, ja, toll. Und wegen dir sind wir nur 27. Weil du so das eine Scheiße hier ausrechnest am Ende. Das stimmt. Wir hätten potenziell so weit vorne sein können. Stimmt, das habe ich halt schon öfters gesagt, ne? Ich habe das Auto auf Platz 8 abgegeben. Ihr habt es dann auf Platz 26 vorgefahren. Wer war denn das, Alter? Der muss ja überhaupt gar nichts auf die Kette gekriegt haben. Das waren wir alle. Ich war schockiert. Als ich das Auto übernommen habe, hat das auch gar nicht richtig funktioniert. Also da muss irgendwo zwischendurch einer richtig scheiße gefahren sein. Ja, ich denke mal, da wird irgendeiner ein Disconnect oder so gehabt haben. Ja, das wahrscheinlich auch noch, ey. Was für ein Arschloch. Also das Team, hier, das Team würde ich auf jeden Fall nochmal überdenken das nächste Mal. Das würde ich auf jeden Fall nochmal überdenken. Also Rampi, du fährst beim nächsten Mal nicht mit. Echt mal, Rampi. Was? Da habe ich mich so gefreut, dass ich endlich mal mitfahren kann. Als er es übernommen hatte, waren die Reifen und das Lenkrad noch dran. Ja, das stimmt. Am Ende nicht mehr. Ja, Ray weiß Bescheid wegen dem Sprit. Oder wegen des Sprits. Weil er hat halt jetzt für 31 Runden. Was hat er? Für 31 Runden Sprit im Tank. Ja und? Ja. Rampi hat es auch einfach nur rampiniert, das stimmt, ja. Das reicht jetzt halt für 55 Minuten. Der Sprit. Der wird richtig meckern, sage ich dir jetzt schon. Der wird ausrasten, wenn er sieht, wie viel Sprit da noch drin ist. Weil er seine, in der letzten Runde möchte Ray bestimmt noch seine PB fahren. Gucken wir mal. Wollte ich übrigens auch. Haben wir jetzt. Jetzt ist zwar eh schon zu spät, aber jetzt muss ich trotzdem mal nachfragen. Mit wie viel Spritverbrauch habt ihr gerechnet? Die Ansage. Warte, Michi, gehst du runter, dann komm ich mit. Geh mal besser mit, Duki. Haben wir 2,97 oder 3,97 Verbrauch? 2,97. Gut, okay, na, dann hab ich richtig gerechnet. Jetzt gibt's Anschiss. Jetzt geht's rund. Ja, wir wurden gerade aufgeklärt, dass dein Counter im Stream nicht dem entspricht, was es reell ist. Also der reelle Counter ist schon weiter vor 4 Minuten. Jetzt hast du 6 Liter zu viel jetzt mit. Was für ein Counter im Stream ist Stream? Ich habe gar keinen Sprit-Dings hier nirgends. Countdown, Zeit-Countdown. Dein Zeit-Countdown. Ach so, ja, oben, okay, ja, okay. Ja, deswegen, da sind halt, standen halt noch, was weiß ich, 55 im. Oh ja, ich hab's halt auf 15 Uhr halt gestellt, nicht auf Serverzeit, ja, okay. Also sorry, deswegen, das war aber dann zu spät. Ja, nee, ich hab die ganze Zeit schon gedacht, eigentlich ist das auch viel zu viel, ja, wir sind noch 45 Minuten Rest und... Hab mal ein bisschen reingehört. Oh. Alles gut. Also er hat's noch... Er nimmt's leicht. Ja, du, also ganz ehrlich... Aber wie du es gechinkst hast und instant kam so, die Nachfrage von Ray, was habt ihr da eigentlich gerechnet? So, da gucken wir jetzt nochmal schnell ins Live-Timing, er wollte jetzt noch wissen, ja, wer dann Boxenplatz bereinigt. Wo sind wir jetzt? Ach, ich muss ja ganz weit runter scrollen. Ja, deine Leistung heute Nacht war so scheiße, jetzt musst du weit runter scrollen. Tut mir leid, Jungs. Ja, besser ist 28, auch. 28, aber Phoenix hat immer noch... Na gut, was soll... Aber Michel, keine Sorge, ich werde mich ganz stark dafür einsetzen, dass du weiterhin bei Red Dot fahren darfst. Oh, danke. Du bist ein richtiger Ehrenbruder. Na klar, ist doch kein Problem. Ich glaube noch an dich, weißt du? Haben sie mittlerweile alle aufgeholt, ja, das ist... Wahrscheinlich wirst du noch hier an Barrelheads Racing vorbeikommen. Oder sehr wahrscheinlich. Aber Phoenix gut. Racing... Ja gut, obwohl, das sind 2 Runden. Ja, doch, da kommen wir definitiv vorbei. Doch, an Phoenix Racing kommst du auch noch ran, weil die haben noch eine Drive-Thru-Penalty eben erhalten.
raus, was ist das für eine Drive-Thru? Wegen Evil Labs. Evil Labs. Die haben 15 Evil Labs. Wir haben noch einen Minstop, das sind 3 Minuten. Halb Runden. Also es könnte sein, dass es noch eng wird mit denen. Ja, nein, das sind 2 Runden. Ja gut, könnte sein, ja. Also Platz 26. Dankeschön, das ist Semiplays für die Mitgliedschaft. Ja, Donations, Mitgliedschaften, alles, das lese ich nachher nochmal vor. Ich kann jetzt wieder im Rennen fahren. Also wenn alles gut geht, Platz 26. Ich hätte, glaube ich, Mitgliedschaften auf YouTube schon längst abgenommen. Ja, das sind zwei. Ja, man kommt halt ein bisschen durcheinander. Ja. Aber die eigentlichen Subs sind ja die normalen Abonnenten dann, ne? Ja, ja, ich weiß. Ja, und Phoenix Racing. Bei mir gibt es keine Mitgliedschaft. Einer? Ich glaub, ja, da gibt es die Subs. Ich glaube, da gibt es nur. Ne, bei YouTube meine ich. Ach so. Dafür brauchst du, glaube ich, irgendeine gewisse Anzahl an Abonnenten oder so. Ich glaube, ab 10.000 ist das, glaube ich, freigeschalten. Ja, weiß nicht. Mein YouTube-Kanal läuft so gut wie Dugi seiner. Ja, da müssen wir halt gucken, dass wir auf jeden Fall. Du vergisst aber auch, dass Qualität beim Content auch eine Rolle spielt, ne? Sonst schalten die es nicht frei. Also, da musst du nochmal, würde ich nochmal gucken an deiner Stelle. Ja, das ist richtig. Aber da sind wir gerade auch dabei. Da gucken wir gerade ein bisschen drüber, dass wir nicht in so eine Abwärtsspirale gelangen wie du. Ja, besser ist. Ich hatte mir damals Michel als Kanalberater geholt und seitdem ist halt... Ich würde dir da Rampi empfehlen als Kanalberater. Ich glaube, also ist ja der Newcomer 2021. Ich habe auch gehört, der ist irgendwie im Hype, ne? Also dem muss sowas dran sein, ne? Ja, aber das ist halt nicht ganz günstig, ja, weißt du? Das Qualität hat schon seinen Preis, deshalb. Was klar, willst du so, um mich so auf 100.000 hochzupushen? Was willst du da so nehmen? Ja, gut, das kann ich jetzt hier im Stream nicht sagen. Müssen wir mal privat besprechen, ja, aber. Schreibst du mal Kostenvoranschlag, ne? Und dann Ich reich mal ein Angebot ein. Schau mal, was noch wird. Bis dann. Dizzy, probier's mal mit DTM-Videos, sagt Linus. Oh ja, das ist eine gute Idee. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus. Das wäre eine gute Idee mit DTM. So alt schon UFF, macht vor allem zur Zeit auch keiner. Also ja. In absehbarer Zukunft auch nicht. Das kann sich schon lohnen. Licht an, Feuer frei. Ich habe da von diesem abgeschissenen Kanal gehört. Der macht wohl auch DTM. Jetzt machen wir unser Starlet an. Der BKH. Bitte? Das ist eine britische Kurzhaarkatze? Das ist BKH, ja. Gibt's auch nicht britische Kurzhaarkatzen? Ah, die heißen Dookie. Ja. Na, es gibt noch Scottish Fold. Mit den Schlappohren. Die sind auch aus britisch Kurzhaar entstanden. Ich finde ja Bengal übelst geil. Ja, kannst du ja auch gleich einen Tiger nach Hause holen. Warum? Ach nee, ist halt. Ey, das, was du meinst, sind die Savannah-Katzen. Nee, ja. Für die brauchst du aber, glaube ich. Waffenschein. Ja, irgend so einen Schein brauchst du da. Weil das ja wirklich schon in Richtung Wildkatze geht. Hast du noch nicht gegessen, oder? Nein. Sind wir noch nicht dazu gekommen. Hm. Aber vielleicht demnächst. Ich habe mir gestern ein neues Bier bestellt und jetzt suche ich neben ACC noch ein gutes Spiel zum Zocken. Dirt Rally 2 geht richtig nach vorne. Da kommst du richtig ins Schwitzen. Ja, ist echt so. Post Feedback 100% und abfahren. Wenn du da noch eine VR-Brille aufsetzt, dann kommst du auch ins Kotzen. Das stimmt, ja. Aber mach's nicht wie du und guck so viel in den Spiegel. Oh, der war böse gegen dich, scheiße. Ich wollte gegen du geschießen. Tut mir leid, ich hab nicht. Ich hab nicht mal akustisch verstanden. Also, nee, ist auch besser so, der war Quatsch. Verzeihung. Bloß gut, dass du den akustisch nicht lesen konntest. Ja. Kali, sorry. Der war nicht gegen dich, ich wollte gegen Dugi. Sorry. Endbreaker bei Ray werden unten rechts, glaube ich, die Runden angezeigt, die er noch fahren kann, nicht die Spritmenge. Genau. Das wäre fatal. Genau. Schade.
Also Sim Racing Academy und Black Mamba sind halt noch in derselben Runde. Wenn Ray jetzt richtig angasen würde, könnte er die vielleicht noch holen, aber sehr unwahrscheinlich, dass er da jetzt 16 Sekunden innerhalb von 38 Minuten zu. Ich sehe das. Okay. Ich sehe das. Das sind halt 0,8 pro Runde oder so, ne? Ich glaube an mein Team. Willst du auch noch hoch? Tut mir leid, also ich bin schon dick und habe große Beine, aber für zwei Katzen reicht's nicht. Na komm, fahr vorbei, komm. Das ist halt super nervig. Ja, ist halt im Schnitt wirklich die ganze Zeit langsamer, das ist so übel. Die Ballen sind halt immer rot. Nee, noch nicht. Gibt noch keine Infos, Kieler. Und danke für 63 Monate. Noch nicht. Ja gut, die Fahrer bei Sim Racing Academy und Black Mamba fahren halt auch 45er Zeiten. Das ist halt total crazy. Oh Gott, ey, ja, zieh nochmal auf die Jahre raus. Bitter, ey. Hätte ich jetzt auch gemacht. Ja, wie gesagt, ich hab's schon gesagt, dass das halt echt ein krass starkes Fahrerfeld ist. Oh, jetzt regt er sich schon gerade über den Gitch hier auf. Also, eigentlich müsste ich jetzt aufholen, aber jetzt habe ich jede Runde Verkehr, Überrundung. Es ist wieder dieser typische dritte Stint. Es ist genauso wie heute Nacht. Eigentlich eine gute Pace da, aber es will halt einfach nicht, das Rennen will es einfach nicht zulassen. Das ist ein bisschen scheiße. Was ist eigentlich mit VRL Custom Racing passiert? Gute Frage, die sind disqualifiziert, aber ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht warum. Ist das das GT3 Auto? Nee. Ah nee, das war Truck. So wird das halt nix, ne? Ja, guck mal den Verkehr. Doch, ist GT3, die sind auf 38 gerade. Das ist wieder perfekt Scheißverkehr. Ich bin so froh, wenn ich diese Strecke nicht mehr sehen muss heute Nacht, ne? Ich muss jetzt einfach nur Glück haben, irgendwie gut durchzurutschen, aber. Da wirst du noch von träumen, glaub mal. Nee. Also morgen werde ich erstmal aufstehen, setz mich ins Rig. Dann schnapp ich mir ein GT4. Und dann fahr ich Spa. Eine richtig schöne Kaffeefahrt. Ich werde jetzt jeden Tag von einer anderen Stelle von Daytona ein WhatsApp schicken. Und dazu schreiben, na, kannst du dich noch erinnern an deinen Unfall? Oh, guck mal hier, Nils, hier hast du auch einen Patzer gehabt. Da müsste ich 35 Jahre zurück. Mein Gott. Also mit dem Verkehr gerade wird es halt nichts, ne? Also das ist gerade... So, er holt doch auf, was labert er denn? Er hat schon 6 Sekunden aufgeholt. Also mit dem Verkehr gerade wird es halt nichts, ne? Also das ist gerade einfach RIP. So, jetzt geht's wieder nach oben. Sag ihm das mal, Michael. Da freut er sich. Ach guck mal, Stimo schreibt gerade zu viele unnötige dumme Kollisionen, deswegen Disqualifikation. Also ich habe mir jetzt hier gerade mal die Events bei denen angeschaut. Die haben 12.41 Uhr haben sie von der Rennkommission eine Penalty gekriegt und dann 43 direkt mal die nächste. Also die Kollision in der ersten Kurve, die war wirklich unnötig. Was hast du eigentlich für eine Dampfer, wollte ich dich eigentlich vorhin schon fragen. Keine Ahnung. Eine Runde oder ist das... Was, eine Runde? Ja, das sah so aus wie so ein Nunchuk. Dreck so heißt das Ding. Okay. Nee, da haben wir doch nicht dieselbe. Es sah auf dem Campstream halt so aus, wenn es dieselbe ist, die ich hab. Entschuldigung, aber ich glaube, du bist preislich mir ein bisschen voraus, Mister. Ich hab ein Auto, ein Motorrad, eine Schwalbe und ein Haus. Sowas kann ich mir gar nicht leisten. Ah. Was, eine Schwalbe? Zum Essen oder? Nee, die zum Fahren. Achso. Essen sind schon alle. Die haben sich tatsächlich 10 Strafen eingefahren. Eieiei. Das ist ja mehr als bei uns und ich war am Steuer. Ja, wir haben nur eine. Ja.
Und hier hast du schön Michel hingesetzt, als du das Auto verlassen hast. So, ja, Michel, komm, hast du mal noch ein bisschen. Oh, come on! Michel hat mich aber auch echt in den Wahnsinn getrieben heute Nacht, ey. Das ist schön, dass du da bist. Dann kommt meine Konzentration wieder. Also bleib ruhig hier. Ja, aber Michel, kannst du übernehmen? Ich kann nicht mehr. Naja, also wenn wir jetzt nicht unbedingt noch Splash and Dash machen wollen, musst du noch ungefähr 23 Lieder rausfahren. 24 waren drin. Also ich übernehme dann gleich. Ich muss mir heute Abend auf jeden Fall das Wort angucken. Ich glaube, ich sah noch nie in meinem Leben so zerstört aus. Also als ich deine Haare sind nur ganz durcheinander. Meine Haare sind richtig durcheinander. Ja, RIP, Leute, das war's. Okay, das sorry. War's. Wurde mir nicht als Cut angezeigt. Oh, Evil Lab. Oh, RIP. Oh, Mann. Und das ist eine 45,5. Sorry. Ja, moin. Wurde mir nicht als Cut angezeigt. Könnt ihr? Das hat doch noch gar keine Evil, der hat doch nur den Cut jetzt, oder nicht? Ja, ja, aber die fährt er niemals wieder raus. 45,5 ist schon stark. Haben wir eigentlich noch Restrikto? Ja, 1%. E2. Ja, ich hab nochmal einen draufgelegt, sorry. Du musst ja immer noch einen draufsetzen. Na klar, ich bin hier so ein richtiger Minusmensch. Ich habe mir heute, also ich habe mir auch über das 24-Stunden-Rennen auf jeden Fall ganz viele Fans gesammelt. Hallo Minusmensch. Hallo Minusmensch. Minusmensch. Ja, super. Oh, das ist halt, das war's. Es gibt eine E-Mail, es gibt eine Durchfahrtsstrafe. Ja, sorry, das ist my bad. Ich habe halt zwei draufgelegt vorhin. Und zwar zwei hintereinander. Hat er selbst mit Absicht gemacht, dass er die Runde durchspringt. Weiß nicht, ob man es sieht, aber das hatte ich vor uns, glaube ich, auch. Da war ich dann sehr verwundert, wo es dann eine zweite Evil Lab gab. Wenn ich mich dann jetzt wieder an die Nacht zurückerinnere, als Michel da seine einzige Evil Lab hingefahren hat, dann habe ich zu Michel gesagt, Michel, pass auf, ne? Nach dir kommen noch ein paar. Jojo, wir haben noch genug Evil Labs. Dann habe ich ihm gesagt, ja, aber dann kommt da noch Ray am Schluss im letzten Stint und jetzt? Ja, gut. Ja, ja, kann er damit rechnen, dass ich noch zwei draufpacke. und noch ist sie ja noch nicht evil. Noch ja ist nur, nicht so, evil. Die ist bloß angeevilt. Naja, warte mal, das knallt er jetzt rein. Reicht dir. Boah, bis jetzt ist er vorne im Delta. Das geht, ja, das geht, das schafft er. Wir müssen jetzt einfach alle mal ganz fest dran glauben an das Weihnachtswunder. Vor allem, schieben. Schieben müssen wir. Er ist zwei Kurven gefahren. Ja, mit dem Delta ist er jetzt vorn. Nach zwei Kurven. Na, ist er doch. Ja, aber da kommen wir jetzt noch GT4s. Machen das halt alles kaputt. Ja, und wenn aber trotzdem mit dem Delta schon hin wäre, ist egal. So ist es. Besteht noch Hoffnung, Michel, du Pessimist. Echt mal, okay. Was bist du für ein Arschloch, Alter? Dein Waschbär hat dich ganz schön runtergezogen, mein Freund. Ah, mit seinen Daumen. Und da ist der GT4, der keinen Platz macht. Aber er hat nicht gemeckert, das ist gut. Nee, das geht noch. Guck. Pass auf, ich sag euch, ich glaub an Ray. Dafür setze ich mich auch extra hoch. Ich glaub an Ray. Und wenn's nur ein Zehntel ist. Guck. Jetzt noch einmal schön durch die Schikane durchfliegen, wie so ein richtiger. Hey. Ja, aber das Problem ist wahrscheinlich, dass er die Schikane vorher gecuttet hat. Das heißt, da hat er die Zeit gewonnen. Ja, das ist egal, das schafft er schon. Pass auf, glaub mir, trust me. I believe in Ray. Ist halt noch nicht. Nee, ich seh's. Es kommt. War's. Er hat noch eine Runde Zeit. Du hast sogar drei Runden Zeit. Ah, okay. Ihr seid solche Pessimisten. Was ist das hier für ein Team, ey? Das Problem ist halt, dass du noch nicht richtig intim mit uns warst. Okay. Okay, das war's dann leider auch mit der Runde. Ja, zwei Zehntel halt. Das war's. Oh, ich sehe einen Stuhl. Fuck, verbrennst, fuck, ja. Fuck. Ich sehe einen Stuhl. Ach Mann, warum wurde mir das nicht angezeigt? Und der sitzt zwar auch im Bild. Ja. Das ist doch scheiße. Ach, ich sehe Stuhl im Stuhl. Wurde die Runde nicht als ungültig angezeigt? Stuhlquadrat. Shit as fuck. Dann hast du die ganze Zeit Verkehr und kannst es nicht retten. Das ist doch Kackdreck, ey. Es kostet jetzt an. Oh. Puh, das war knapp.
Ja, Ray, komm, eine halbe Sekunde kannst du jetzt noch rausholen in der Schikane. Genau, fahr einfach geradeaus. Na eben. Hat einfach die Schikane. Mach mal Düsenantrieb an jetzt. Ja, ja, dann müssen wir, haben wir jetzt noch eine Stop and Go, oder was? Wir werden jetzt noch eine Stop and Go kriegen, ja. Oder eine Durchfahrt. Nee, nur eine Durchfahrt. Entschuldigung, stimmt. Voll Ray. Ja gut, drei von den 10 hat er draufgefahren. 4 jetzt dann, oder? Ach nee, 3. Ja. Nee, 3. Ja. Wer hat die meisten draufgepackt? Ray. Yeah. Normal, ja. Ich hatte 2. Ich hatte eine. Ich hatte 2. Nee, ich hatte 2, sorry. Ich wollte sagen, du hast auch 2, ja. Jetzt wären wir nicht frech dahin, ne? Okay, Mama. Also Duki hatte 5, oder wie viel hast du jetzt gesagt? Duki hatte. Ich hab die erste und die siebte. Nee, Duki hatte 6. Der hatte 6 wann? Hat noch nie, ich bin Jungfrau. Außer Sex mit euren Müttern! Das war's. Das ist schon ganz schön frech, also. Aber das ist raus an Hilde. Ich hoffe, du hast wenigstens gut bezahlt bei Mama. Ich wurde gut bezahlt, das stimmt. Du wurdest bezahlt? Ja, sicher. Dann hat's aber ganz schön Mitleid gehabt mit dir. Meinst du, was ich 2 Monate gemacht habe, um Geld zu verdienen? Arbeiten gegangen? Wie normale Menschen? Kann man so nennen. Es war schon harte Arbeit, das durchzuziehen, ja. Das stimmt. Wenn es in der Hose immer stehen muss die ganze Zeit, schon harte Arbeit. Dugi hat halt seine Brüste verkauft. Ja, war ganz schön hart, die abzuschneiden, ey. Haben wir. Hast du dich dann gelebt? Das ist egal. Ey, den bringe ich jetzt nicht. Kennt ihr die Geschichte mit dem Schneemann bauen schon? Ich bezweifle es, dass das nicht in einem Race Room. DTM-Video erzählt wurde. Da muss ich aber auch ganz ehrlich jetzt mal, also wirklich fairerweise sagen, für mehr hast du mich auch nie motiviert. Das ist ja immerhin etwas, ne? Ich hab dich auch irgendwann aus den Augen verloren, leider. Ich hätte aber auch ehrlich gesagt nicht erwartet, dass wir hier mal gemeinsam zusammensitzen und ein Rennen fahren. Ja, ich find's, ich bin auch positiv überrascht. Jetzt nicht von deiner Pace. Das verstehe ich. Von deinem Humor. Aber. Warte, Michel ist auch 3 Evil Laps eingefahren. Michel? Sicher? Ja. Ja, wenn ich eine weiß hatte. Ich weiß es nicht genau. Nee, das geht 2. Ey, Duki, jetzt fall mir doch bitte nicht in den Rücken. Ja, stell dich nicht so unter den Scheffel. Du musst auch zu deinen Leistungen stehen. Das ist schon okay. Ja, dann können wir die ganzen Prozente auf dem Auto gehen, alle auf meine Kappe. Ja, aber du 2, ich 2, ja, da muss mich wieder 3 gemacht haben. Okay. Weil Ray auch 3 hat. Sonst kommen wir nicht auf 10. Ja, das Lifetiming sagt 3. Okay. Und Embreaker sagt Drive-Through. Drive-Through. Ist also offiziell, wir werden das Rennen wohl nicht mehr gewinnen. Ich sag mal so, es sind noch 28 Minuten, also da kann man schon noch was machen. Da kann doch alles. Weitens 24. Da kann doch alles passieren. Also ich bin da guter Dinge. An Triple E sind wir halt auch schon wieder vorbei, aber wir haben ja noch die Durchfahrtsstrafe. Eieiei, Triple E. Vielleicht klappt das ja heute nochmal. Aber wir sind ja 18 Runden hinter dem ersten. Das heißt, wenn der jetzt rausfliegt, dann würden wir die 18 Runden trotzdem nicht mehr auffahren. Ja. Was mit dir denn? Warum bist du denn so ein Pessimist? Alter, wen hast du jetzt bitte angerufen, der dir das ausrechnet? Dich, Michael, hast du den Anruf nicht angenommen? Ich drück dich immer weg. Ja, ist ja kein Wunder. Michael kann ja auch nicht rechnen, wie wir schon mitgekriegt haben. Es gab auch mal ein Rennen mit einem Serverabsturz. Da wurde dann nach Hälfte einfach neu gestartet und alle Pflichtboxenstops wurden resettet sozusagen, beziehungsweise auf die Hälfte gesetzt. Haben wir das war Nordschleife, ne? Mhm. Also wenn wir uns jetzt alle zusammen kombinieren, haben wir genug Reichweite, dass unser Mimimi einen Servercrash verursachen könnte?
Was? Das glaube ich nicht. Schade. Aber wir können es versuchen. Schade, nee. Also man muss ja auch realistisch bleiben. Wenn man No-Name ist, ist man halt No-Name, ne? Ja, ist leider so. Ja. Accepting the defeat. Ja, müssen wir akzeptieren. Wir müssen die Füße akzeptieren. Ich habe hier heute nur ein paar Füße gesehen und das war in schönem Wildleder aus Biberhaut an den Füßen von Michel. Im schönen DDR-Brown. Wie gab's zu den Heusingfeld-Pedalen dazu? Ja, exklusiv. Das war Limited Edition. Fährst du eigentlich? Die sind da praktisch festgeklebt. Du kommst da gar nicht weg von den Pedalen. Genau, ich schlüpfe eigentlich bloß immer in die Schuhe rein. Rein, ja. Automatisch zum Linksbremsen gezwungen. Ray ist aber auch sehr still geworden jetzt. Ne? Ich denke, Ray ist definitiv nicht d'accord mit der Leistung. Der ist im anderen Teamspeak übrigens. Im anderen Channel. Ne? Ja, aber er redet ja auch in seinem Stream nicht. DC restreamt doch ihn. Ja. Ich weiß, es war ein schlechter Witz. Entschuldigung. Ja, ich bin ja hier so der einzige Content. Also ich kenne ja deine schlechten Witze, Duki, aber... Der war zu schlecht. Der war selbst für dich aus einer anderen Welt. Unter aller Sau. Unter aller Sau, ja. So, Dizzy, erzähl, du wolltest auch was sagen. Was wollte ich denn sagen? Weiß ich nicht, deswegen frage ich ja. Du hattest gerade irgendwas angefangen und hast dann mittendrin unterbrochen, nachdem Duki seinen humorvollen Witz gebracht hat. Nee. Stimmt noch irgendwas über Michels Schuhe? Ich möchte dazu gar nichts mehr sagen. Ich glaube auch, dass wir das mittlerweile lassen sollten. Ich denke mal, dass die Menschen mittlerweile, also die Zuschauerschaft schon denkt, dass wir Beef haben. Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr Harmonie in die Sache hier reinbringen. Wir haben Beef, Michel hat Waschbär. Ah! Weil hier wird halt im Chat irgendwelches Leder genannt, ne? Es gibt ohne Witz, es gibt in der Automobilbranche Walpenisleder. Ist das kein Witz? Kein Hut. Muss man sich mal überlegen, ne? Das ist am Schneidknüppel dran, oder? Das, ja. Und wenn du richtig, fragen, wenn du richtig die Gänge reinklopfst, dann spritzt das Wasser vorne aus der, auf die Scheibe drauf, oder? Kannst du auch googeln. Mhm. Es gibt tatsächlich auch einen Käse, wo die Atemlöcher vom Delfin eingearbeitet werden. Bei mir oben steht 24, aber es sind noch 20. Redest du denn jetzt gerade über deinen eigenen Käse, sag mal? Falb. So was Dummes, wie kommt man denn auf so einen Müll, Junge? Ja, mein Gott, Käse hat ein Loch, Delfin hat ein Loch, 1 und 1, Michel. Okay. Keep up. Ne, aber jetzt echt mal, wo wird denn das Walpenisleder verarbeitet denn? Weil wenn du da so einen Sitz draus machst, da brauchst du schon ganz schön Menge. Ich meine, Walpenis ist groß, das wissen wir alle. Aber am Schalthebel anständig Leder zu gerben. Lenkrad. Nein, Sitze etc. Wirklich Innenausstattung. Okay, krass. Und ist das so ein Fetischding oder sind die einfach nur super gemütlich? Es soll mega geschmeidig sein. Ich meine, ich hab's noch nicht in der Hand gehabt. Aber du, nur den echten Walpenis. Das Leder noch nicht. Das Leder noch nicht. Jeden aber Morgen unter der Dusche, Spiel. Alter. Junge. Das war jetzt schon ganz schön frech. Nee, bei Duki sitzt der Helm nicht zu eng. Duki kriegt generell keinen Sauerstoff. Wegen dem ganzen Koks in der Nase. Trotzdem bin ich müde. Echt? Ich bin topfit, ehrlich gesagt. Weißt du, du gehst jetzt schlafen, Duki. Ja, genau. Schön 8 Stunden wegmachen. Ja, gib einfach den Kamerawagen ab und dann verschwinde. Mir lässt das keine Ruhe. Blauen Wal, Penis, Leder. Wo war es der normale Wal? Achso, okay. Soll ich mal
mach mal den Countdown weg. Die Zahl da oben ist ein bisschen kleiner jetzt, aber dann... Die Kleinanzeigen. Couch Supersoft aus feinstem Walpenisleder in Bayern. Haha, die Bayern wieder. Oh, es ist ärgerlich. So ärgerlich, so ärgerlich, so ärgerlich. Das ist eine lustige Truppe. Naja. Also Rampi ist auf jeden Fall... Finde ich persönlich hier, der rettet das für mich ein bisschen. Das ist eine Performance, ja, am Lenkrad, ich glaube, ne? So langsam können wir alle in einen Channel gehen, es sind noch 17 Minuten, aber da jetzt eh nichts mehr geht. Lass mal alle oben bleiben. Ja, lass mal, ja, wollte ich gerade sagen, lass mal alle oben bleiben. Ihr Assis. Ich zieh Ray mal eben in der Fahrrad 2 Channel. Genau, mal gucken, was er macht. Da gehen wir runter. Den kann ich nicht, ihn kann keiner ziehen. Er ist Obermotz. Doch, ich könnte ihn ziehen. Na, mach mal. Ja, komm, geh mal runter. Sind wir da? Nein, schieb ihn Fahrrad 2. Nein, das mach ich nicht. Doch, warum denn nicht? Weil er mir den Kopf abreißt, wenn der Stream aus ist. Ray ist sein Chef. Das kann er nicht machen. Das ist er nicht, aber der reißt mir den Kopf ab, wenn der Stream aus ist. Nicht mehr lange übrigens. Ich nicht mehr lange, 2021, Baby. Ihr wisst Bescheid. Rampi hat nämlich bei PXA immer einen braunen Hals. Mein Gott. Eieieiei. Nein, alles gut. User left your channel. Das Niveau sinkt schon ein bisschen, ne? Geh mal runter. Ja, ja, ich glaub schon. Kann mich mal einer ziehen? Ja, mach ich. Yo. Danke. User left your channel. You were moved. Ja, wir haben gerade auch schon. Also, Rampi meinte, wir sollen bleiben jetzt am besten oben. Wir lassen ihn unten im Channel. Du bist super leise bei mir, Michel. Weißt du, redest hier noch gegen so einen brüllenden V10 an bei mir. Ich hab gesagt, Rampi hat. Nein, gesagt, das war nicht wichtig, was er gesagt hat. Okay. Ich hab gesagt, Rampi hat gesagt. Nein, das war nicht wichtig, was er gesagt hat. Ja, war halt ärgerlich. Der Cut wurde mir nicht angezeigt und dann fahre ich über die Linie und dann heißt es halt Evil, ja, oder halt Dirty. Das war halt jetzt hatte super scheiße. Hatte ich auch einmal. Das ist halt dann kacke, sonst wäre ich vom Gas gegangen. Und mir war es eigentlich klar, die Zeit werde ich nicht nochmal schaffen, weil ich da halt Windschatten hatte und das werde ich halt, ja, also. Einmal sah es zwar ganz gut aus im Delta, aber dann hast du halt wieder eine Überrundung in den Kurven und dann RIP. Ray? Ja? Wusstest du eigentlich, dass Wahlleder ein super bequemes Leder ist für Innenausstattung in Autos? Moment. Wahlpenisleder, Entschuldigung, ja. Wahlpenis. Ist das schon differenzieren? Nein, das Wichtige war der Wahl, nicht der Penis. Denn Schweinepenisleder ist total ungewöhnlich. Wie redest du denn jetzt mit deinem Lümmel? Du Schwein. Also wenn der Lümmel schon so ledrig ist, also dass man es als Leder bezeichnet, weiß ich ja nicht, ob das so geil ist. Ja, ja, das wird er dann gegerbt. Bei den letzten 2 Monaten, die Dugi nicht da war, ist da bestimmt richtig Leder draus geworden. Ja, schön erst ist man ledig, dann wird der Penis ledrig. Das kennt man doch. Schön abgeledert. Aber ohne Gerben dann, ne? Es ist halt schon traurig. Wir sind halt von den noch aktiven Fahrzeugen sind wir halt drittletzter, ne? Das ist irgendwie echt. Oh. Ist wieder. Was? Wo ist jetzt hier wieder. Alter, komm, leck mich. Ja gut, jetzt ist eh egal. Leck mich doch am Arsch, dann ist es halt evil. Keine Ahnung wo. Also anscheinend ist die App kaputt und zeigt mir nicht mehr an, weil ich eine unsaubere fahre. Das ist doch unfair. Das stimmt, bei mir hat er das im Sidekick immer angezeigt. Ja, hat er eigentlich auch die ganze Zeit. Aber die Zeit ja rot, ne? Ja genau, die Zeit wird rot. Und jetzt hat er es wieder nicht gemacht. Also bei mir ist immer oben der Countdown verschwunden, weil da eigentlich von AC die Nachricht kommt von wegen Lapcut. Die Nachricht selber wird aber sich nicht angezeigt. Aber das war für mich immer der Indiz, dass die Runde ein Cut war. Hatte. Ja, irgendwie. Ich meine, es stand auch mal im Forum, dass das Sidekick nicht immer hundertprozentig das richtig anzeigt. Da ist die Lap-App quasi genauer. Aber ja gut, was willst du machen? Ja, solange jetzt du nicht nochmal 15 erhöhst, ist alles gut. Nee, mir jetzt ist eh egal, ob ich jetzt nochmal eine hab oder nicht. Pff. Das ist dann auch nicht so schlimm. Aber ich bin eh nicht reingekommen. Sim Racing Academy und Black Mamba waren einfach schneller. Übel, oder? Und da sind die hier fünftletzter und so, ne? Ja gut, aber die sind auch 45er Zeiten zwar hoch, aber das sind 45er Zeiten gefahren. Deswegen sag ich ja. Das meine ich ja damit. Trotz Verkehr und so, das ist schon Wahnsinn, ey. Trotz Zweikampf, ne? Also sie sind ja fast auch zusammen.
Trotzverkehr und so. Oh lala. Sieht's denn vorne aus, ist auch schon entschieden, ja. Beide sind abgefahren noch vorgekommen. Ja, aber Barrel geht jetzt doch nicht nochmal rein, oder wie? Also, weil ihr gemeint habt, die müssen nochmal. Barrel muss nochmal. Barrel und Phoenix Racing müssen nochmal laut Standing. Abgefahren wir haben erst 10. Zwei Runden. Die haben erst 10, ja. Okay. Ja, oder die haben, das gibt's ja auch manchmal, dann steht da 10, aber die haben 11, weil die dann dieses, weißt du, Michel, noch, dieses, wenn du nur eine halbe Sekunde oder weiß ich was, kannst du das mit einer Strafe absitzen. Dann müsst ihr dir mal gucken bei denen in den Logs und dann müssen die wahrscheinlich doch nicht mehr. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihren Ding so spät nochmal machen wollen. Das gibt keinen Sinn. Ich glaube, die haben die schon. Würde ich jetzt davon ausgehen. Ich check mal die Stop-Zeiten. Ja, also wenn die da der Splash-and-Dash-Move mit der 3-Minuten-Standzeit, ne? Ja, das hatten wir ja auch in Dubai, falls ihr euch noch erinnert, wo Duki, glaube ich, ein bisschen... Ich ihm zu eine knappe Zeit gesagt habe und er ein bisschen zu früh losgefahren ist. Und dann hat ja auch wegen anderthalb Sekunden oder so durften wir dann, glaube ich, eine Drive-Thru machen oder so. Und dann hat es auch gegolten. Vielleicht, wahrscheinlich haben die das gemacht, so. Weil wenn die genau 10 haben und jetzt am Ende, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ach, ist doch eh Bums, ob man nur klar, Bricky, 26 oder 27 sind, ist egal. Nee. Oder 28. Ich kann doch nicht den Stint aufhören auf einer schlechteren Position, wo ich begonnen hab. Doch, das wäre mal ganz gut. Ja, dann wäre ich nicht der Einzige, der... Ey, ich könnte sogar die Evil sogar noch abwehren. Krass. Mit einer neuen PB. Ja, also, ja, nice. Sein, die ist jetzt auch Evil. Daryl hat keinen Stop. Die haben irgendwie ganz komische Stop-Zeiten. Zwischendrin mal wieder einen normalen Stop, der 136 Sekunden gedauert hat. Das sieht gut aus. Dann hast du hier mal eine mit 231 Sekunden, aber sonst... doch! Da ist was. 179,957 Sekunden. Ja. Genau. Dann werden die irgendwann eine Drive-Thru gemacht haben und dann haben sie das mit haben der Rennleitung ja gesprochen und ausgeglichen quasi durch genau. Die Strafe. Genau, das gibt's ja, die Sonne. Ist ja auch okay, dass die Regel gibt, ich finde es so in Ordnung. Ist halt schade, dass wir das dann halt jetzt nicht so richtig sehen, aber wie gesagt, das kam mir jetzt schon gleich komisch vor, dass die 10 haben und sich das so lange aufsparen, das gibt eigentlich keinen Sinn. Du gehst ja nicht in den letzten 10 Minuten des Rennens nochmal 3 Minuten in die Box. Hä, na klar. Nee. Verwirrungstaktik für den Gegner. Ja, genau. Jo, und Phoenix hat das auch. Ah, schade. 179,1. Wieso haben die schlechten Einflussstimmung? Beide weg gewesen. Ach, so langsam merke ich es aber auch im Gasfuß. Vor allem mein rechtes Handgelenk, ey, das bringt mich um. Du merkst dein rechtes Handgelenk im Gasfuß? Na klar. Das rechte Handgelenk im Gasfuß, ja. Das zieht so durch den Körper bis runter, ey. Das ist brutal, sag ich dir. Das ist brutal. Ja, ich kann ja wieder das Starlet-Licht ausmachen. Hat ja nicht so viel gebracht. Ja, du gehst einfach underperformed. Ja, sorry. Das ist tatsächlich wahr. Undertrainiert habe ich. Undertrainiert. Kein Training. Also jetzt mal wirklich Butter bei der Fische. Die Leute sind hier einfach unfassbar schnell. Also ihr müsst brutal, halt daran denken, dass Ray gerade relativ schnelles Pace fährt und die davor fahren genau halt dasselbe Pace. Genauso schnell sind oder ja, schneller. Zum Teil manchmal schneller. Ja, ja. Das ist echt so. So kommt Nissan, da ist Godzilla. Lass mich raten, vor uns. Godzilla. Wie kann das anders sein? Das ist jetzt gar nicht mehr so schwer zu erkennen. Ich kenne das eigentlich eher anders, wenn ich gehe einfach. Ja, ich lasse euch ja vorbei. Ihr habt Nissan, ihr seid doch jetzt eh schneller. Das macht doch nicht so. Mach nicht diesen.
Ja. Oh boy. Mein Freund. Und jetzt schieße ich ihn ab. Das wäre jetzt eine Aktion, hä? Mach den Michel. Voller Hass. Voller Hass. Und dann sage ich, der zieht auf der Bremse vor mich. Ja, das, die Schikane ist eigentlich die Phoenix-Kurve. Schön oben anfahren und dann einfach links einlenken. weiß gar nicht, was du meinst. Naja, war mein Fehler. Aber es sind halt, über Startziel sind es halt nur 30 Sekunden zu denen, aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen falsches Bild wahrscheinlich, weil die schon gebremst haben. Also die Durchsatzstrafe war jetzt echt ein bisschen kacke. Naja. Dass wir nur eine gehabt haben, finde ich echt gesagt schon eine Leistung. Also da haben wir uns alle gut am Riemen gerissen mit den Evil Labs und so. Ja, das ist, wie gesagt, das wäre jetzt zu verhindern. Also ich habe schon stark drauf geachtet, dass ich keine nochmal reinfahre. Ja, klar. Aber wenn jetzt die halt nicht angezeigt wird, gehst du hier nicht einfach vom Gas. Also das ist halt natürlich dann scheiße. Aber gut. Hat sich jetzt auch nicht direkt als Cut angefühlt. Das ist ja eh immer so am Rande. Ist es jetzt ein Cut oder nicht, wenn du durch die Schikane fährst? Aber Ding war übelst krass. Ich hätte es nicht gedacht am Anfang, als mir ja der GT4 hinten reingeböllert ist. Dieser leichte Aeroschaden, das war so uncool zu fahren irgendwie. Mhm. Manchmal kam einfach das Heck aus dem Nichts. Also bei mir sind, also mein Heck ist auch ganz schön gerutscht. Ich weiß nicht, ob ich zu stramm am Gaspedal war, aber bei mir ist er auch gerutscht ein bisschen. Ja, also man hat deutlich gemerkt, es lag an dem Schaden. Also das war davor und danach, vor allem nach dem Dings nicht mehr. Mhm. Zeiten waren okay ab und an, aber manchmal kam halt dann wieder so eine richtig berstige 48 oder so. Obwohl ich halt eigentlich niedrige 46 oder so hätte fahren können. Aber egal. Das macht jetzt die Corona auch nicht mehr auf Fett. Ja, Damen und Herren, die letzten 5 Minuten brechen gleich an. Bitte erheben Sie sich von Ihren Sitzen. Ich werde gleich in Tränen ausbrechen. Für die Einfahrt der Sieger. Und der nicht so ganz siegreichen. Der 28. Und wir kommen dann auch. Also ich sag mal so, wir sind Sieger unserer Fans, okay? Oh, der Sieger der Herzen der Menschen, die wir erreichen, da an der Brust rum. Wir haben heute Geschichte geschrieben. Dookies Comeback 2020. Ach so. Eins der wildesten Ereignisse in der Sim-Racing-Szene. Ja, es ist noch Hoffnung 2020. Dookie ist zurück. Dookie ist back. Es wurden Pläne geschmiedet für Premium-Content 2021 auf dem Pixel-Hellen-Kanal mit Rampi. Oha. Ja. Da bin ich auch mal gespannt. Dizzy hat seine Pussy in die Kamera gezeigt. Muss man auch mal dazu. Dizzy hat die geschmiedet. Ich hab ihn gar nicht geschmiedet. Seine Muschi on-camera gestreichelt hat er. Das stimmt, ja. Einfach ganz zärtlich. Das war ein Highlight. Und sowas erlaubt Twitch. Ja, Skandal. Wir haben heute erfahren, wie Waschbär schmeckt. Das hat auch noch nicht jeder. Ich noch nicht, tatsächlich. Wie schmeckt's denn? Was schätzt du? Also, du hast ja am Anfang gesagt, so wie Hähnchen. Genau, war alles wie Hähnchen. Falsch, aber darfst noch mal raten. Wie Hase? Falsch, darfst du noch mal raten. Nee, das war richtig. Mach das Spiel doch einfach. Aber der Nebengeschmack fehlt noch. Der Nebengeschmack, den musst du noch miterraten. Der Nebengeschmack? Ja, wahrscheinlich, weil das Ding halt irgendwie überfahren worden ist. Ein bisschen nach Gummi oder so. Bisschen Motoröl. Ja. Bisschen öliges Ding. So ein paar Abgase drin, das lag schon die halbe Nacht auf der Straße. War tatsächlich wie Kaninchen, nur etwas wilder. Etwas wilder, okay, alles klar. Ja. Ganz wildes Kaninchen mit Reißzähnen. Wer ist das? Stoßzähne? Kannst du dir vorstellen. Warum ist er denn auf einmal so ruhig, der Michel? Wahrscheinlich AFK oder so. Vielleicht mag er nicht mehr sprechen. Vielleicht nimmt er gerade die irgendwie was in der Werkstatt auseinander, weil er mit der Platzierung nicht so ganz d'accord geht. Ja. Ist richtig am Rumrüllen. Fuck! Warum haben wir den Fetten eingeladen? 28. Hurensohn! Was? Ja, gut, wenn man halt so ein Setup bereitstellt, ne?
kennen sie sich. Ja, da muss ich auch ganz klar sagen, da hat der Michel Troniker nicht so gute Arbeit geleistet. Ich sag kein Ingenieur. An den Fahrern kann es ja nicht liegen, ne? Wir sind ja Maschinen. Nee, also. Auf Knopfdruck, zack. Ich habe heute Leistung abgerufen, aber konstant. Seit Sint 1. Schlechte Leistung, aber Leistung. In der Kommentatorenbox. Ach, ich glaube, solange die Stimmung gut war, und ich glaube, das war sie. Oder Chat! Ja, gut. Nicht immer. Ob ich jetzt da oben war, weiß ich nicht, aber bei mir war es. Ja, seitdem okay. Rampi da ist, auf alle Fälle. Ja, also Rampi ist hier richtig. Rampi ist also quasi die Stimmungsbombe quasi. Ja, ja. Er hat ja jetzt auch am meisten geschlafen, bestimmt. Ich habe quasi nicht geschlafen. Ich schlafe quasi jetzt. Das ist ja. Wie so ein Halbschlaf hier. Am meisten. 5 Stunden habe ich geschlafen, also jetzt nicht wenig, aber. Er war wie eine Sprungschanze für die Stimmung, quasi eine Rampe. Ja. Eine Rampage, meinst du? Aha. Aha. Er hat schon wieder rampiniert. Also Dukis Witze werden immer besser. Engine, 2 minutes. 2 minutes left. Die werden immer flacher, im Gegensatz zu einer Rampe. Warum hast du nur noch für 6 Runden Sprit? Echt mal, wer hat denn da die scheiß Sprit gerade gemacht? Ja, die Scheiße ausgerechnet. Vielleicht fährt er noch 6 Runden in 1 Minute 43? Ja, aber echt, Mann. Seid man nicht immer so pessimistisch. Ich meine jetzt hier, das Short-Oval fahre ich jetzt. Ja, aber echt, einfach außen bleiben. Apropos. Jetzt geht's ab. Ja, aber echt, einfach außen bleiben. Apropos. Ja, Michel? Was? Ja, du sagtest apropos. Nee, er sagt alle Warten. Sind immer die Besten, Ansprache? Die irgendwas anfangen und dann... Er sagte apropos, das war ein Seitenhieb in meine Richtung. Ach so. Habe ich gar nicht mehr gekriegt. Schon spät. Er macht sich halt immer über Sprachfehler lustig. Also ist schon okay. Duki kann nicht apropos sagen. Wieso, was sagt Duki denn? Apropos. Na und? Ist doch, weiß doch jeder, was gemeint ist. Da muss ich Duki jetzt aber auch mal in Schutz nehmen. Das ist aber wie von wegen, du, Dizi, dann bist du ja gleich in der Runde dran. Und ich bin felsenfest der Meinung, ich habe Stunde gesagt. Habe ich aber nicht. Ja. Ja, du, wie gesagt, also bei Dugi müsst ihr euch halt keine Sorgen machen. Die 2 Monate Abstinenz, so, die haben halt reingeknallt. Also, Ornanieren macht nicht nur blind. Naja, es wurde wieder nicht angezeigt, der Cut. Okay, das ist irgendwie gerade buggy. Oh, die letzten Sekunden, dann sind die 24 Stunden vorbei. Das verging einfach wie im Flug. Wie? Schau mal, ob vielleicht noch jemand jetzt gerade noch... Vorsicht, Kurve. 5, 4, 3, 2, 1, es ist vorbei, Leader on Final Lap. Yeah. Leader on Final Lap, meine Damen und Herren. Jetzt crashen wir den GT4 hier nochmal so richtig ins Jenseits, um die Stimmung nochmal zu richtig. Warte bitte auf Triple E. Auf wen soll ich warten? Auf Triple E. Nimm mal den Pimmel aus dem Mund, wenn du redest. Hey, Dugi, was... Michel muss jetzt hier das Wahlpenisleder vorbereiten. Nein, ich kann sagen, er lutscht es weich. Nein, das sind Waschbärcracker. Waschbärcracker? Was für Dinger? Die frittierte Hühnerbeine, bloß mit Waschbären. Wo ist denn der Leader eigentlich? Sind wir jetzt fertig oder muss ich nochmal? Sprit hätte ja jetzt noch genug. Ja, das hat Michel noch mit eingeplant. Es dürfte die Final Lap sein, zumindest. Michel hat gedacht, du fährst noch auf Platz 1 vor, dass du auch noch ein bisschen Sprit für die Burnouts hast danach. Das war ja eigentlich der Plan, aber dann kam mal die Drive-Thru leider. Jetzt ist er durch. Erst durch. Nice. Nee, erst durch. Dorsch. Der Erste. Er ist ein Dorsch. Boah, mir wird es ja angezeigt werden, ob Ende ist oder nicht, ne? Ja, ich glaube, das heißt Schluss, oder? Also ich sehe gerade nicht, was du siehst, aber... Ja, Zielflagge ist da. Ja, dann ist Schluss. Check it, ja. Woohoo. Okay, warte mal kurz. Die Traktionsrolle ist ein bisschen Panne. Ja, dann ist Schluss. Und Leerlauf auch. Oh, da war der Typ Lee. Ja, kannst du voll reinhalten. Oh, ich bin gegen irgendeine unsichtbare Wand geklatscht. Oh, Penalty. Controls locked.
Bester Burnout in History. Das war natürlich jetzt... Ein Burnout im 28. Platz angemessen, würde ich sagen. Ja, ich würde auch sagen, also mehr also als da nicht... Wir sind weit über unseren Erwartungen. Echt, sind wir das? Wieso kann ich die Ansicht nicht um... Ach komm, F1, gib her. Ja, aber... Geht Gott. Auch nicht, also Controls sind komplett, ich darf nicht mal die Sicht ändern. Was ist denn das für eine Kack... Oder warte mal. F7 auch nicht? Da hilft nur halt F4. Geht's. Alla Kinders. Leute, GG. Jetzt kann man auch mal aus voller Brust raus gähnen. Achso, das habe ich gar nicht auch so schon gemacht. Wie halt Duki jetzt hier an dem Wochenende mehr Content produziert hat als in den letzten 3 Monaten. Das ist vollkommen richtig. Jetzt fahren wir nochmal raus hier. Aber ich bin nur in dem Rennen mehr gefahren als im gesamten Training. Jetzt kannst du mal schauen, ob der Kamerawagen wirklich nur die 0,1 PS hat. Ich sitze gerade auf meinem Schaukelsessel und mir spricht mir schwierig. Ja, vielen lieben Dank an die ganzen Zuschauer. Haut nochmal ordentlich die Likes raus, wenn ihr zumindest mal auf YouTube schaut, auf Twitch haut die Follows raus und die Subscriptions. Wollte ich gerade sagen, Subs, Alter, Subs. Und Mitgliedschaften auf YouTube natürlich. Natürlich. Was kann ich denn hier bei Twitch machen? Ich kenne mich... Grüße gehen raus an Frankie für diesen wunderschönen Skin. Danke der nochmal. Wirklich sehr schön ist. Was? Ist er halt einfach. Ja, der ist wirklich... In der Regel wird immer schwerer, er die auch hochladen. Ich kann es aber nicht garantieren, ob das jetzt auch der Fall ist. Da haben wir nicht mit ihm drüber gesprochen. Aber nur mit der Figur auf dem Dach. Gibt es den Skin dann bald auf Race Department. Boah. Was geil. Ich brauche 950... Ist schon um Emotes freizuschalten, okay. Da fährt er mir einfach hinten rein. Alles klar. War ein schönes... Kennen wir ja schon, da ist ein GT4 hinten reinfahren. War ein schönes erstes 24-Stunden-Rennen. Ja, also vielen Dank nochmal. Wieso hat die Corvette eine Hupe und wir nicht? Finde ich echt belastend. Ja, cool, dass du dabei warst, Dizzy, auf jeden Fall. Ich hoffe, du hast Blut geleckt. Boah, ich muss es leiser machen. Nicht ich höre nichts mehr. Er würde am liebsten nächste Woche nochmal ein 24-Stunden-Rennen in AC fahren. Okay, wie mache ich das, Weltenwandler? So, ich mache das mal ab. Das nervt mich gerade übelst, diese Hupe. Ja, vielen Dank nochmal an alle Zuschauer. Danke für die Däumchen und für den Support. War echt geil, auch bis spät in die Nacht. Und vielen Dank an Dizzy fürs Aushelfen. Vielen Dank. Ich hoffe, dein erstes 24er war glücklich. Na klar. Und Dankeschön natürlich wieder an Michel Duki und auch Rampy fürs Kommentieren aushelfen. War auf jeden Fall sehr cool. Vielen unendlichen Dank an alle Zuschauer. Vielen Dank auch an die ganzen Donations, Mitgliedschaften. Die letzten, die eingetrudelt sind, werde ich gleich nochmal im Stillen vorlesen. GG an Interracing, abgefahren 2 und Rutronic fürs Podium. Nein, die interessieren mich. Abgefahren 1, Entschuldigung. Da kann man schon mal klappen. Ja, auf jeden Fall. Starke Pace allgemein vom ganzen Fahrerfeld. Vielen Dank, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal vergessen zu sagen, für Gero, für die Orga, für das ganze, ja, für die ganze Liga. Fall. Also mega stark, also vielen Dank und auch immer für, ja, immer das offene Ohr, wenn wieder die Red Dot Jungs wieder irgendwelche Sonderwünsche haben und so weiter. Also vielen Dank und ja, ich will es auch gar nicht so lange machen. Ich glaube, viele wollen auch Formel 1 noch gucken oder auch nicht oder ins Bett. Deswegen, ja. Ich sage nochmal einfach Danke von Herzen und ich freue mich auf hoffentlich weitere tolle Langstrecken-Events und hoffentlich vielleicht auch nächstes Jahr auf eine weitere Saison. Aber wie gesagt, das steht noch offen, das muss man noch besprechen. Aber vielen Dank für den ganzen Support und ich gebe einfach mal ab an die anderen, wenn die noch was hinzufügen möchten. Gib ab auf Freimann! Danke fürs Einladen, Jungs. Und ja, ich warte ganz klar, muss ich sagen, auf das DTM-Video. Das sollten auch alle Zuschauer nicht vergessen. Immer wieder Duki daran zu erinnern. Also, ich nehme dir gleich's auf und schick's dir privat, wenn du endlich Ruhe gibst. Ja, ich will's einfach in den Kommentaren lesen. Ich möchte, dass ihr mich, Michel, sage ich schon, Duki sehr oft daran erinnert. Und Rampi 2021, Maga, das wird dein Jahr. Ich sag's dir. Ich sag's dir einfach, das wird dein Jahr und wir sehen uns auf der Strecke. Ganz klar. Ja, Michel, danke.
Ja, und Michael war auch dabei. Ja, danke. Michael, danke für dieses außerordentlich, also anfängerfreundliche Setup im Audi. War gut, also die Hinterachse war sehr stabil auf jeden Fall. Für mich ins Verhältnis fand ich das ultra stabil. Ja, das war, also fühlte sich als Anfänger sehr stabil an, Michel. Also da hat Michel Troniker auf jeden Fall reingehauen. Da könnt ihr auch Michel sehr gerne zukünftig auch in seinen Streams erinnern, dass er einfach der beste Michel Troniker im ganzen Red Dot Team ist. Wer jetzt nochmal für schön Flak abbekommt, so gut. Und Ray? Ja. Wir sehen uns in Among Us nächste Woche. Ja, schon morgen sogar. Tag, ey. Ja, wir sehen uns morgen. Richtig gut. Richtig kaputt. Ja. Danke für die Einladung, Jungs. Ich werde jetzt auch selber noch Tschüss sagen bei mir und vielleicht sehen wir uns nochmal wieder in ACC. Ja, spätestens auf der Strecke in Suzuka auf jeden Fall. Ja, da werde ich dich auf jeden Fall erstmal richtig wegnocken. Ja, gerne, mache ich auch so. Also wenn Michel drin sitzt, aber volle Kassette drin. Okay. Und dann sage ich, ich habe mich verbremst, sorry. Also. Huch. Sorry. Das Setup war scheiße. Da war ein Waschbär, den musste ich ausweichen. Da war ein Waschbär, ja. Lecker. Ja, dann werde ich mich auch von hier, glaube ich, ausklinken, wenn Michel und Tuki die letzte Worte gemacht haben. Und dann sage ich bei mir auch noch Tschüss. Ja, ich würde sagen, es wurde alles gesagt. Ich bin erschöpft, aber zufrieden einigermaßen, endlich mal wieder hier ein bisschen was Content für Kanal produziert zu haben. Und das Ganze natürlich mit so einem Banger wie ein 4-2-Stunden-Rennen, was immer Bock macht, aber natürlich auch auslaugt. Und irgendwie, ja, das war jetzt auf jeden Fall bei mir der Fall. Deswegen, sorry, wenn ich da so ein bisschen müde und ein bisschen gereizt war, aber gut. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, ein bisschen wund an der Hände und so. Alles klar. Nee, hat Spaß gemacht, wirklich. Danke für die rege Teilnahme. Schön, dass ihr alle am Start wart. Schön, dass ihr alle so viel Spaß hattet und mitgemacht habt und uns angefeuert habt. Ich bedanke mich bei Dizzy, Michel, Rempi, Ray und euch. Gut, ist fertig? Obwohl. Ja, also wie gesagt, wie das... Ja gut, dann können wir jetzt Schluss machen. Okay. Spaß machen. Der arme jetzt. Michel. Ja, nein, Mann. Nein, also wie gesagt, danke nochmal, dass ihr alle dabei wart. Rampi, danke für deine Unterstützung hier im TV-Wagen. Hast uns damit jede Menge Arbeit abgenommen, beziehungsweise Ray und Duki. TV-Cam ist ja nicht so meins. Und an der Stelle auch nochmal Dankeschön an Dizzy, dass er da krasse Rundenzeiten gefahren ist. Nein, ohne Spaß, also Respekt dafür für ein halbes Jahr und dann AC komplett neu und die 2-3 Tage, die du da Vorbereitung, war das völlig in Ordnung, also kann man nichts sagen, dass da hier nun der ein oder andere Dreher und Disconnect dabei war, passiert. Na, man ist da halt nicht davor gefeit, dass es nur am Ende doch noch für Platz 28 gereicht hat, erfreut mich natürlich und ja, also würde mich dann freuen, wenn wir uns dann auf der Strecke in ACC wiedersehen. Von mir aus auch miteinander. Sehr aber gerne. Gegeneinander wird es dann wahrscheinlich erstmal Suzuka sein. Und nächstes Jahr müssen wir dann sehen, wie es weitergeht. Das klären wir dann noch ab. Vielleicht bist du ja dann dort mit am Start. Würde mich auf alle Fälle freuen. Ist recht lustig gewesen, finde ich. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Sonntag, würde ich sagen. Auch so. An alle Zuschauer, Ausrufezeichen Daytona und in der Videobeschreibung sind Links, da könnt ihr nochmal alle gucken und nochmal schön drauf liken. Versteht ihr? Denn ein Däumchen ist ein Träumchen und eine Mitgliedschaft ist nice im Portemonnaie. Das war anstrengender als das ganze Rennen. Ja, vielen Dank und macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.